In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie der Main Tank im Dua SC gespielt wird. Im Teil 1 haben wir uns angeschaut, welche Rüstungen und Waffensets brauche ich da so, welche Picons werden verwendet, wie sieht das Bild aus, das gespielt wird und welche grundlegende Spielmechanik muss ich beim Tanken so beachten. Dann hier im Teil 2 machen wir jetzt einen Durchgang durchs leere TDP. Das heißt, wir schauen uns die Grundlagen für alle Pulls an. Was muss ich an der jeweiligen Stelle so beachten? Wo stelle ich die Pulls hin und wie funktionieren die eigentlich genau? Teil 3 wird dann ein echter Run live kommentiert. Und Teil 4 ist dann der Spezialteil, wo es darum geht, was tue ich, wenn bestimmte Dinge im Run schieflaufen. Aber in diesem Video kümmern wir uns erstmal um die Grundlagen zu allen Pulls. Das heißt, wir laufen durchs leere TDP durch und schauen uns zu jedem Pull an, was man da so beachten muss. Vorab noch zwei interessante Grundlagen. Nummer 1. Es hilft euch, wenn ihr euch auf dem Tank einen unvergänglichen Miku-Trank besorgt. Hat den Vorteil, der verkleinert eure Hitbox im Spiel. Dadurch seht ihr zum Beispiel im Schleier gut, wenn ihr stuckt, dann springt das Bild ganz schnell hin und her. Und man sieht fast nichts mehr, das heißt, also ihr könnt nicht aus Versehen stucken und es erst viel zu spät merken, sondern ihr merkt sofort, wenn ihr stuckt und könnt gleich darauf reagieren. Außerdem vorab noch, wer muss jetzt auf wessen Reichweite achten bei Tank und Emo, wird bei uns generell so gespielt, dass der Emo dafür verantwortlich ist, in der Kompassreichweite des Tanks zu bleiben und erstmal nicht umgekehrt, außer in der Foundry stuck dann nachher eine Schlange. Dann muss quasi der Tank schauen, dass er dem Emo hinterherkommt. Die Details dazu machen wir dann, wenn wir so weit sind, im Inferno. Grundsätzlich ist es also so, der Emo ist dafür verantwortlich, in der Reichweite des Tanks zu bleiben. Aber damit der Run einfach ein bisschen flüssiger läuft, würde ich mich da nicht unbedingt drauf verlassen und auch ein bisschen mit drauf achten. Dadurch vermeidet ihr, dass ihr unnötig rausgezogen werdet, die Gruppe aggro zieht und so weiter. Also wenn ihr ein bisschen mitschaut, erspart ihr euch trotzdem einige Unannehmlichkeiten im Run. Gut, dann können wir auch direkt loslegen. Zuallererst müsst ihr hier unter Umständen links noch die Quest annehmen, weil das Tor hier noch verschlossen ist. Das geht dann auf. Und dann könnt ihr auch schon reinlaufen. Ist eventuell auch schon offen, wenn es kein City-Start ist und der Trench Tank schon vorgelaufen ist. Dann, um den ersten Pull hier links, braucht ihr euch erstmal nicht kümmern. Da zieht der Trench Tank erstmal alle Gruppen auf einem Haufen zusammen. Und ihr könnt einmal rechts direkt dran vorbeilaufen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da links kein Aggro zieht. Das heißt, ihr lauft da einfach durch. Und da vorne kommt jetzt an so eine kleine Kante. Und direkt links daneben ist es oft sehr eng. Da stehen noch Gegnergruppen vom Trench Tank. Da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr kein Aggro zieht. Ihr könnt aber durchlaufen, sobald es geht. Und dann theoretisch schon mit nächsten Pull weitermachen. Sollte der Trench Tank da sterben oder irgendwas schief gehen, könntet ihr den Trench Tank covern, aber Details dazu machen wir dann im Teil 4 der Videoreihe, was passiert, wenn was schief geht. Normalerweise lauft ihr da einfach direkt durch. Dann solltet ihr spätestens hier euren Rückruf platzieren, dass ihr nachher schnell zum City-Tor rausspringen könnt. Das kommt dann nachher noch genauer, wenn wir an der Stelle sind. Da ist es eilig, dass ihr schnell durchs offene Tor kommt, weil ihr die Gruppen innerhalb der City auf der Main-Tank-Seite relativ zügig ziehen solltet, sonst kriegt ihr nachher wieder Probleme mit den Aggro-Stadien. Deswegen also hier gleich Rückruf drauf. Jetzt bleibt dann noch die Frage, auf wen? Da habt ihr grundsätzlich die Optionen entweder auf den Emo oder auf den Monk. Es hat sich mittlerweile eingebürgert, den Rückruf auf den Monk zu setzen. Ganz einfach deswegen, unter Umständen möchte der Trench Tank seinen ersten Pull in der City drin beschleunigen und deswegen nicht durchs Tor laufen, sondern direkt mit Hoss durch die Mauer springen und dann steht der Emo eben nicht am Tor, sondern hinten ziemlich am Ende der Mauer, um den Tank durchspringen zu lassen. Deswegen, wenn ihr dann Rückruf auf den Emo habt und Emo und Trench Tank wissen nichts davon, landet ihr beim Rausspringen eventuell nicht vorm Tor, sondern irgendwo ganz hinten bei der Mauer und kommt dann auch nicht mehr rechtzeitig zu eurer Main Tank Gruppe auf der rechten Seite. Theoretisch kann der Trench Tank mit der Toolbox auch vom Pad weg hossen, das heißt also, es muss nicht unbedingt so sein, wenn er den schnellen Pull machen will, dass er vom Emo hosst. Es kann auch sein, dass der Emo trotzdem am Tor steht. Aber ich würde mich da im Regelfall nicht drauf verlassen, es sei denn, ihr habt es vorher mit Monk und Emo abgesprochen. Ansonsten lieber Rückruf auf den Monk packen, der hat Zeit und kann sich sicher ans Tor stellen und dann kommt ihr auch garantiert schnell genug durch.
Wenn ihr dann also euren Rückruf gesetzt habt und der Trench Tank seinen Pull gezogen hat, dass ihr durchkommt, dann lauft ihr einfach weiter zu eurem ersten großen Pull. Da wollt ihr zunächst mal alles hier unten und da vorne an Gruppen einsammeln, was noch so rumsteht. Das kann je nachdem, welche der Trench Tank schon mitgenommen hat, ein paar mehr oder weniger sein. Wichtig ist halt nichts im Ball ziehen. Und erstmal alles einsammeln. Ziel der ganzen Aktion ist, dass der Pull nachher auf diesem kleinen Höhenunterschied hier unten steht. Ihr seht schon, da ist ein kleiner Hügel. Und wenn der Pull am Fuß dieses Hügels steht, dann haben quasi die Tucken einen Reichweiten-Nachteil mit ihren Langbögen, wenn ihr oben steht, sodass dann die Tucken auf Castrange stehen, weil die Langbogenreichweite gleich der Castrange-Reichweite ist. Und wenn ihr nach unten zieht, dann haben die Runs mit ihren Speeren einen Reichweitenvorteil, sodass sie auch fast auf Castrange stehen, gemeinsam mit den Castern. Dadurch spart ihr euch dann gleich beim Pullen einmal Gegenpullen in die andere Richtung, aber das erkläre ich euch jetzt dann noch genauer gleich. Dazu schauen wir uns das Ganze einmal von oben an, wo der Pull dann genau stehen soll und wo die Gegner alle hin müssen. Das heißt, ich laufe hier einmal hoch, sodass wir den ganzen Bereich im Blick haben und zoomen dann einmal mit der Toolbox raus, sodass wir das Ganze schön von oben sehen. Dann kann man alles schön erklären, welche Gegner jetzt wohin müssen und wo der Pull steht und so weiter. Das heißt, wenn ihr dann einmal von oben drauf schaut, soll der Ball genau hier unten stehen, in dieser kleinen Mulde, damit eben, wie gesagt, die verschiedenen Reichweiten allesamt passen. Und damit das dann funktioniert, habe ich euch mal die rote Hilfslinie eingeblendet. Ihr müsst dann alles unter diese Linie drunter ziehen, Richtung Maliks Eingang. Das heißt also, speziell alle Tucken mit ihren Langbögen, die oben stehen, haben einen richtigen Reichweitenvorteil, das heißt, ihr müsst ziemlich weit runterpullen, um das alles da drunter zu kriegen. Beziehungsweise bei der Taktik, die ich euch jetzt gleich zeige, bleibt eine einzelne Tucke oberhalb dieser Linie noch stehen, an der angezeichneten Stelle. Das ist aber nicht schlimm. Die wird danach hier im weiteren Verlauf des Pulls noch reinlaufen. Und dann kriegt ihr da einen sauberen Pixelpull hin. Beziehungsweise, wenn es kein Pixel ist, ist auch nicht schlimm. Dafür hat man ein TK. Gut, ihr habt jetzt also alles oberhalb dieser Linie aggro und zieht es das erste Mal hier runter, Richtung Maliks Eingang. Dabei nehmt ihr im Runterlaufen die untere Gruppe hier auch gleich mit aggro, während sie hochläuft. Wichtig, die muss hochlaufen, sonst reicht es reichweitenmäßig nicht und sie reißt nachher ab, wenn ihr sie ganz unten zieht. Das heißt, ihr wollt sie auf alle Fälle im Hochlaufen aggro ziehen. Gut, und da gibt es jetzt eine ganz bestimmte Stelle, bis wo ihr runterpullen wollt. Und damit ihr das auch vernünftig sehen könnt, habe ich jetzt mal das Gamma ordentlich hochgedreht, dass man die Felsen unten sauber erkennen kann. Ihr wollt da also quasi bis zu dieser Kante von dem Felsen unten, die jetzt gerade eingezeichnet ist, runterziehen, bis ihr ganz genau vor dieser Kante steht. Und da laufe ich jetzt auch einmal hin. Einfach runterlaufen, bis ihr an der Felsenkante steht. Wenn ihr es nicht gescheit seht, dreht einfach das Vollbildgamma hoch. Das hilft euch auch nachher im Rabenherz noch sehr. Da ist es nämlich auch recht dunkel. Und dann habt ihr quasi alles einmal unter dieser Linie. Bis auf die eine Tucke, die ich euch vorhin eingezeichnet habe, ist aber nicht schlimm. Die läuft dann nachher einfach noch rein. Das heißt, im ersten Schritt einmal bis zu dieser Felskante hier runterlaufen. Gut, und wenn ihr das gemacht habt, dann zieht ihr hier wieder nach oben dagegen. Dadurch zieht ihr einmal die Caster richtig rein und auch noch den einen Tuck, der über der Linie steht. Das ist jetzt der einzige Pull, den ihr so ein bisschen nach Gefühl machen müsst. Wenn ihr euch hier umdreht, dann lauft ihr ein Stückchen rückwärts, bis Caster und Tuck drin stehen, ungefähr so bis hier. Und dann habt ihr eben den einen Tucken, der da oben noch über der Linie stand, durch das schräge Ziehen jetzt automatisch auch noch mit reingezogen, sodass dann bloß noch die Runs zu weit in eure Richtung stehen und alles andere schon gut auf einem Haufen steht. Insbesondere stehen auch die Caster schon auf den Tucken, weil sie eben durch diesen Hügel den Reichweitennachteil haben, sodass Langbogenreichweite am Fuß des Hügels, wenn man hier oben steht, exakt gleich Castreichweite ist.
Und die Tucken laufen dann ganz exakt auf diese Kante von dem kleinen Höhenunterschied des Hügels drauf. Und dann müsst ihr noch ein letztes Mal gegenpullen, damit ihr die Runs mit ihrer Speerreichweite jetzt noch auf die Caster und Tucken bekommt. Und wenn ich hier nach rechts langlaufe, dann seht ihr schon zwei Schattenlinien von dem Turm da links. Eine waagrechte und eine senkrechte. Und es gibt auch noch einen Unterschied in der Bodentextur, da laufe ich jetzt nochmal ganz nah ran, dass ihr den auch sauber erkennen könnt. Wenn man die Kamera nochmal ein Stück dreht, hat man alle drei auf einmal im Bild. Und damit ihr das auch vernünftig sehen könnt, habe ich mal wieder den Gamma-Wert richtig hochgeschraubt, damit man auch die Bodentextur noch gut erkennen kann. Und der erste Anhaltspunkt wäre quasi hier an der angezeichneten Stelle die Änderung dieser Bodentextur von der Richtung her. Die ist allerdings etwas schwierig zu erkennen, wenn man das Gamma nicht entsprechend hochdreht. Deswegen gibt es noch eine zweite Variante, die ist zwar nicht ganz so präzise, aber kommt auch recht nahe ran. Ist quasi sich den Schnitt dieser beiden Schattenlinien waagrecht und senkrecht anzugucken. Und genau wo sich diese beiden Schattenlinien von dem Turm schneiden, da ist auch die Änderung der Bodentextur und bis dahin solltet ihr dann runterziehen, dass die Runs sauber reinlaufen und einen schönen Pixelpull geben. Wenn ihr das dann erledigt habt, dann braucht ihr quasi bloß noch mit DC reinzuspringen, oben auf euren Hauptpull mit Castern, Tucken und Runs. Und je nachdem, wo ihr dann landet, ihr wisst ja, das kann man nie ganz genau steuern, müsst ihr gegebenenfalls noch ein paar Schrittchen machen, damit ihr wirklich den Pixelpull kriegt. Es kann euch nämlich passieren, dass ihr mit DC nicht schön auf der Anhöhe landet, sondern ein Stück weiter oben, ungefähr hier. Und wenn das passiert, dann lauft ihr einfach außen einmal um den Pull rum und stellt euch hier direkt an die Kante, dann laufen die Nahkämpfer schön von vorne rein und ihr kriegt wieder einen sauberen Pixelpull. Unabhängig davon, wo ihr jetzt dann tatsächlich gelandet seid, wenn ihr fertig seid, egal ob ihr oben oder unten steht auf der Anhöhe, recallt ihr danach raus, damit das Timing in der City noch passt mit den Gruppen, weil ihr die wieder schnell haben müsst. Das heißt, ihr macht eine gerade Linie hier direkt durchs Tor durch. Und statt jetzt hier, wie ich das mache, zu laufen, landet ihr dann direkt vor dem Tor, ungefähr hier, wenn der Mönch richtig steht. Gut, an der Stelle gibt es jetzt auch noch einiges zu beachten. Einerseits müsst ihr die drei Gruppen, die ihr rechts aggro nehmt, relativ flott aggro ziehen, denn die vorderen beiden kommen auf euch zugerannt. Und speziell die vorderste, wenn die mal ihren ersten Patrouillenpunkt erreicht hat, dann könnt ihr sie quasi nicht mehr ganz so weit hinterziehen. Ihr müsstet warten, bis sie wieder ein Stück weg patrouilliert. Deswegen timingmäßig solltet ihr möglichst schnell die Gruppe rechts, die erste, aggro ziehen. Und außerdem müsst ihr nach dem Spike rechts auch sehr schnell wieder zum Tor zurückkommen, weil der Spike vom Trench Tank Pull links relativ flott ist und der Monk sofort die Quest annimmt. Und danach müsst ihr schnell zum Yard dort ans Tor. Deswegen also schnell rechts reinlaufen, nachdem ihr mit Recall rausgesprungen seid zum Tor. Und sobald die Skills wieder aufgeladen sind, gebt ihr dem Mönchen Rückruf, der läuft euch ein Stückchen mit und springt dann oben rum zurück zum Emo. Den Laufweg zeige ich euch gleich noch. Wichtig ist also hier, dass ihr mit Recall arbeitet und zügig lauft, dass ihr alles rechtzeitig schafft. Also erstmal vorne durchs Tor durch und dann seht ihr, da wo jetzt die Schlange steht, werden nachher Monk und Emo auch stehen. Das ist reichweitenmäßig auch knapp, also ihr solltet möglichst am Rand entlang laufen. Dann lauft ihr hier vor und sobald eure Skills aufgeladen sind, das ist ungefähr an diesem Punkt hier der Fall, gebt ihr dem Monk einen Rückruf. Und der Monk läuft dann einmal oben rum die Runde und geht zum Emo wieder runter. Sobald das passiert ist, könnt ihr dann von hier aus weiterlaufen. Da kommen euch jetzt gleich zwei Gruppen entgegen, die verlaufen von da vorne aus in eure Richtung. Die solltet ihr zügig aggro ziehen, besonders die vordere, bevor sie an ihrem Patrouillenpunkt stillsteht. Und lauft oder die sieht am besten einmal rein. Zieht die Gruppe und lauft erstmal bis da. Und ihr seht schon hier vorne diese Felsenecke. Da soll nachher euer Pull stehen. Die habe ich euch zur besseren Sichtbarkeit auch nochmal in Rot markiert. Und auch die Stelle, wo der Pull steht, ist nochmal mit dem gelben Pfeil markiert. Das heißt, ihr wollt die Gegner quasi exakt an dieser Kante einmal aufballen. Dann gibt es auch einen sauberen Pixelpull.
nachdem ihr dann die Gegner hinter euch habt und die Kante angeguckt habt, lauft ihr einmal durch. So lange, bis ihr quasi auf Cast Range zu dieser Kante steht und platziert die Gegner so, dass sie alle exakt an dieser Kante stehen, beziehungsweise im Zweifelsfall die Token, und die Caster könnt ihr dann beim Gegenziehen noch mit reinziehen. Spielreichweite gibt es keine. Und jetzt kommt euch vom Timing her gerade die Gruppe von hinten entgegen. Die lasst ihr einmal auf euch drauflaufen, die läuft richtig in euren Akku-Kreis rein und dann lauft ihr wieder nach vorne durch. Im Zweifelsfall stehen die Token an der Kante, die Caster leicht dahinter, und jetzt lauft ihr so, dass ihr quasi auf Cast Range zu dieser Kante steht. Damit stehen dann Token und Caster auf einem Pixelpull genau auf Höhe dieser Kante und dann braucht ihr bloß noch mit DC reinzuspringen. Oder wenn es nicht aufgeladen ist oder aufgrund von Energieproblemen auch einfach einlaufen. Dann wird gespiked und ihr springt mit Recall hier in einer direkten Linie raus. Solltet ihr dann mal die Bonds verlieren, ist auch nicht schlimm. Mit dem Stab kriegt ihr das locker hin. Reichweiten und energiemäßig. Aber genaueres machen wir dann im Teil 4 dazu. So, jetzt laufe ich einmal schnell den Weg, den ihr normalerweise mit Rückruf springt. Der Mönch steht vorne beim Emo, immer noch da, wo die Schlange stand. Das heißt, ihr landet dann ungefähr hier, so zwischen der ursprünglichen Schlangenposition und dem Tor. Und dann lauft ihr durchs Tor raus, zieht euch die Yardot-Rüstung an und lauft hier rechts an der Mauer entlang. Euer Emo steht noch innen, der Monk bei der Schlange zum Quest annehmen hier hinten. Und der Emo so auf Cast Range, damit er sichtbar ist. Und dann lasst ihr den Emo hier durch die Wand einmal mit EE durchspringen. Und dann macht ihr euch bereit, den Yardot-Pull vorne zu ziehen. Wichtig ist, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht so schnell bereit seid, weil ihr zum Beispiel einen Rückruf vergessen habt oder weil der Monk euch vorher mal rausgezogen hatte und ihr laufen müsst, oder auch der Emo nicht rechtzeitig durch die Wand gesprungen ist bisher, dann sagt einfach kurz Bescheid, denn der Mönch wird normalerweise sofort die Quest annehmen, ohne Zeitverzögerung. Der TT ist da auch sehr schnell und ihr solltet bereit sein für den Yardot-Pull ungefähr in Reichweite und bereit, eure Verzauberungen zu casten, damit das alles vom Timing her ganz gut hinkommt. Also im Zweifelsfall kurz Bescheid sagen, dann wird ein Moment gewartet und dann passt wieder alles. Danach lauft ihr ungefähr bis maximal Cast Range ans Tor ran, sodass ihr sicher noch Verzauberungen casten könnt, wenn das Tor aufgeht und die Quest angenommen worden ist. Das heißt, hier könnt ihr sogar noch ein kleines Stückchen weiter, ungefähr so bis hier, und da wartet ihr dann, bis die Quest angenommen wurde. Wichtig ist, dass ihr wirklich maximal auf Cast Range zum Tor steht. Ich habe es euch am Kompass mal angezeichnet. Die gelbe Linie ist das Tor und in Rot stehen direkt dahinter die Gegner. Ihr habt ein sehr knappes Timing mit der Schattenform und dem Schleier. Das heißt, ihr wollt wirklich erst, wenn das Tor aufgeht, unmittelbar dann eure Verzauberungen hochziehen. Und dann nach innen rein loslaufen. Wie ihr das genau macht, gibt es jetzt auch wieder verschiedene Wege. Die einfachste Möglichkeit ist, ihr nutzt die etwas mangelhafte KI der Gegner aus, indem ihr die rote Kurve lauft. Das heißt, ihr lauft eine gerade Linie aufs Tor zu, dreht dann relativ scharf nach rechts ab und lauft nach hinten durch und schwenkt dann ein für die Kurve Richtung Hochpullen. Dann kommen euch die Gegner zunächst, während ihr gerade auslauft, auf der roten Linie wie der gelbe Pfeil geradeaus entgegen. Und wenn ihr dann scharf nach rechts abdreht, dann laufen die Gegner, wie ihr an der gelben gestrichelten Linie seht, noch ein Stück weiter in diese Richtung geradeaus. Das heißt also, wenn ihr einmal links antäuscht und dann nach rechts dran vorbeilauft, dann habt ihr genug Platz, weil die KI noch ein Stück weiter geradeaus rennt und ihr werdet nicht gebuddyblockt beim Reinlaufen. Und kommt durch die Nahkämpfer der ersten 2-3 Gruppen problemlos durch. Alternativ könnt ihr auch einfach in einer geraden Linie aufs Tor zulaufen, solange bis ihr dann ungefähr an der gelben Linie von den Nahkämpfern gebuddyblockt werdet und dann springt ihr einfach mit DC hinten auf die Tucke der ersten Gruppe, die stellt da gerade gemütlich ihren Geist, bewegt sich auch nicht weg. Und damit könnt ihr quasi auch den ersten Buddyblock einfach überspringen, also ranlaufen, bis ihr gebuddyblockt werdet und dann auf die Tucke springen. Hat den kleinen Nachteil, wenn ihr zu lang braucht mit ranlaufen, dann ist die Tucke mit Geiststellen fertig und rennt auch nach vorne durch, dann bleibt ihr unter Umständen stecken, wenn ihr erst zu spät drauf die sieht. Das heißt, diese Variante braucht gutes Timing und gibt dem Emo minimalen Drain, der zwar kein Problem für ihn ist, aber ist auch ein kleiner Nachteil.
Das heißt, ich würde normalerweise die erste Variante machen. Gut, dann laufen wir mal ein Stück rein, wo ihr normalerweise auch reinlaufen würdet. Bis ihr ungefähr auf Höhe der Truhe dann landet. Und dann schauen wir uns die möglichen Laufwege von hier innen an. Dazu gehen wir dann einmal in die Vogelperspektive. Also kurz maximalen Zoom hochgestellt und die Kamera entsperrt, dass wir entsprechend von oben auf das Gelände des Jadot-Puls drauf gucken können. Und wenn man jetzt das Bild ein wenig zurechtrückt, dann kriegt man einen ganz guten Überblick darüber, wie das Gelände vom Jadot hier von oben aussieht. Wichtig ist zunächst mal, dass ihr nicht, wie hier angezeichnet, besondere Ecken lauft, zwischendurch stehen bleibt oder auch viele Schattenschritte benutzt. Denn ihr erinnert euch an Video Teil 1, ihr habt hier den Whale-Effekt, der immer, wenn ihr ausweicht oder blockt, 50 Punkte rüstungsignorierenden Schaden drückt. Dementsprechend kriegt der Emo dann einen richtig harten Drain. Und wenn ihr um eine Ecke lauft, dann weicht ihr dem Projektil aus, weil das Projektil quasi zum Abschusszeitpunkt berechnet wird, wo ihr anhand eurer aktuellen Geschwindigkeit und Richtung sein werdet, wenn es einschlägt. Und wenn ihr die abrupt ändert, indem ihr um eine Ecke lauft, stehen bleibt oder einen Schattenschritt macht, dann wird euch das Projektil verfehlen. Das zählt als Angriff ausgewichen und ihr kriegt die 50 Punkte Schaden. Das heißt also, ihr solltet unbedingt vermeiden, so einen zackigen Weg zu laufen, wie er jetzt hier gerade eingezeichnet ist. Stattdessen solltet ihr, wie jetzt in grün eingezeichnet, eine schöne, runde, gleichmäßige Kurve laufen, vom Tor den Hügel hoch, bis der Stelle, die ich euch jetzt dann gleich noch näher zeigen werde, so dass ihr quasi keine großen Änderungen in der Bewegungsrichtung drin habt, euch die abgeschossenen Projektile auch treffen, keine großen Schattenschritte macht und auch nicht abrupt stehen bleibt, außer nachher mal für eine Schattenform, aber das machen wir, wenn wir dann soweit sind. Dadurch erspart ihr dem Emo viel Drain und ihr werdet auch nicht so ohne weiteres sterben, weil ihr eben bei weitem nicht so viel Energie zieht. Gut, dann schauen wir uns den Laufweg einmal von nahem direkt im Laufen an. Da lauft ihr hier also links eine schöne weite Kurve nach oben und dann schauen wir uns mal die Gegend hier näher an. Da seht ihr jetzt gleich die Ecke, in der der Pull stehen soll. Die habe ich euch jetzt hier auch nochmal mit der roten Linie eingezeichnet. Da unten ist so eine kleine Kante an der Felsformation. Und genau an dieser kleinen Kante kann man die Gruppen optimal aufbauen. Danach lauft ihr weiter hoch, bis ihr von diesem Hügel ein gutes Stück hinter der Kuppe seid, so ungefähr auf der Hälfte. Da seht ihr auch wieder die Bodentextur hier. Und da habe ich den Kontrast mal wieder hochgedreht für euch. Dann seht ihr quasi, ich stehe genau an der Spitze, wo sich diese beiden Schattenkanten von links und von rechts schneiden. Das ist hinter der Hügelkuppe, genau an diesem Schattendreieck. Da ist quasi die Bodentextur, bis wohin ihr ziehen solltet. Dann ballen nämlich die Tucken unten genau beim Jadot auf und da wartet ihr dann einfach so lange, bis die Tucken allesamt stillstehen. Und wenn wir jetzt das Bild ein bisschen drehen, auf den Kompass schauen, dann seht ihr, das ist genau die Cast Range zu dieser Ecke da vorne, wo der Ball dann nachher stehen soll. Gut, dann werdet ihr jetzt langsam eine Schattenform brauchen. Da macht ihr einen Seitenschritt nach rechts, aber achtet darauf, dass ihr nicht bis ganz ran an die Wand lauft, sondern nur so, dass ihr noch durchkommt auf jeden Fall. So, und dann seht ihr, die Gegner stehen jetzt so, dass hinten an der Spitze, wo der Pull nachher stehen soll, schon mal die Tux und Caster aufgeballt stehen. Das ist die hintere rote Ellipse, dann ist ein kleines Stückchen Platz dazwischen. Und dann kommt vorne Jadot und die Paragone. Und ihr könnt jetzt quasi zwischen diesen beiden Gegnerballs in der Mitte durchlaufen und einen leichten Schwenk nach rechts machen. Wohin ihr genau lauft, zeige ich euch dann gleich. Wichtig ist, so lauft ihr Gefahr, dass ihr nicht aus Versehen die Paragone seitlich neben die Tux und Caster pullt. Ihr könntet theoretisch natürlich auch links an beiden Gegnermengen vorbeilaufen. In dem Fall ist es aber deutlich sicherer, ihr lauft durch die Mitte durch. Wenn ihr richtig weit genug nach rechts gelaufen seid, bleibt ihr da auch nicht stecken und die Lücke ist groß genug. Und ihr lauft eben nicht Gefahr, dass die Paragone und Jadot
nach hier neben dem Pullanden statt innen drin zu stehen. Gut, und dann lauft ihr, wie gerade gesagt, zwischen den beiden Gruppen ungefähr hier auf der Höhe durch, bis nach unten. Da seht ihr, da gibt es auch wieder eine ganze Reihe Bodentexturänderungen. Davon nehmt ihr die rechteste, diese hier. Und da habe ich euch auch nochmal das Gamma hochgedreht und in Gelb die Bodentextur eingezeichnet. Und in Rot seht ihr dann den Zielort, wo ihr hinpullen wollt. Das heißt, ihr nehmt quasi von diesen beiden großen Hubbeln den rechten und ungefähr in die Mitte, da so an die äußere Spitze. Dahin pullt ihr runter, dann laufen die Paras und der Yardot perfekt in den Caster- und Tuckenpull oben rein und ihr kriegt einen schönen Pixelpull. Und alles, was ihr dann noch tun müsst, ist, ihr dreht euch wieder zurück, wartet, bis alles still steht und dann springt ihr einfach mit DC oben in den Ball rein beim Yardot. Dann steht hier alles schön genau auf diesem Punkt. Der ist jetzt auch wieder ungefähr in Cast Range, damit euch die Caster nicht rauslaufen und durch den Höhenunterschied vorhin mit dem Hügel ist gewährleistet, dass eben auch Tucken und Caster gleich auf einer Position stehen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann habt ihr hier einen schönen Pixelpull. Und wenn das erledigt ist, dann lauft ihr einfach runter zur Gruppe, ballt mit der auf, damit der Yardot durch seinen Speerangriff mehr Schaden von PI und eventuell auch Empathie im 3-3 bekommt. Ja, außerdem gibt es noch so ein paar Sachen zu beachten. Einerseits hat der Yardot seinen Speerangriff, der unterbricht euch und kann euch damit auch die Schattenform unterbrechen. Das heißt also, ihr solltet einerseits Kürbiskuchen verwenden, sodass der Yardot, wenn er auf maximaler Reichweite ist, euch nicht mehr rechtzeitig unterbrechen kann. Alternativ könnt ihr auch einen kleinen Seitenschritt machen, um die Schattenform zu casten. Oder ihr könnt einfach, während euch der Yardot auf Max Range hinterherläuft, stehen bleiben und dann die Schattenform casten. Dann kriegt ihr sie auch immer sicher durch. Am einfachsten ist aber, wie oben gezeigt, die Variante mit einem kleinen Seitenschritt und zur Sicherheit noch Kürbiskuchen. Den würde ich auf dem Main Tank sowieso immer verwenden. Und dann werdet ihr auch nicht groß unterbrochen. Sollte es doch mal passieren, könnt ihr einfach mit Recall wieder rausspringen und nochmal versuchen. Und halt die Lebenspunkte aktiv über 50% halten, zur Not mit Hoss und DC, aber am liebsten durch eine Seed. Und schließlich müsst ihr beim letzten Gegenpullen noch darauf achten, dass ihr im richtigen Winkel ranpullt. Die roten Linien sind jeweils falsch, die sind zu steil. Die linke rote Linie ist deswegen falsch. Da seht ihr, bei der gelben Linie laufen nachher für den Bale Split der MLK und der Trench Tank durch. Und wenn ihr quasi in so einem steilen Winkel ranzieht, dann würdet ihr das voll auf MLK und Trench Tank draufziehen. Die würden Aggro kriegen und sterben. Deswegen ist der Winkel zu steil. Die rechte rote Linie ist zu flach, weil ihr damit quasi Yardot und die anderen Speerkämpfer an dem Pull möglicherweise vorbeizieht. Wenn die ein Stück weiter rechts stehen und nicht perfekt links an der Wand, dann bleiben sie einfach rechts und laufen gerade Linie vor und stehen dann neben dem Pull. Deswegen die grüne Linie in der Mitte ist perfekt, dass ihr quasi die Gegner, auch wenn sie rechts ein Stück Abstand von der Wand haben, durch den Winkel, den ihr lauft, einfach noch links auf das Eck mit draufzieht, auf den Ball, sodass die gar nicht anders können, als auch in Richtung der Wand zu laufen, selbst wenn sie rechts, was gerne mal passiert, ein Stückchen zu weit eigentlich draußen stehen. Alternativ könnt ihr auch noch, wie jetzt hier gezeigt, einen sogenannten City Pull machen. Das bedeutet, ihr zieht alle Gegner, die zu den Yardot-Gruppen gehören, aus dem Vale raus in die City. Das hat einerseits den Vorteil, dass ihr den Emo weniger hart draint und andererseits auch, dass ihr nicht so sehr auf eure Lebenspunkte achten müsst, weil ihr in der City nicht diesen Blockeffekt vom Vale habt. Das heißt, es ist insgesamt also etwas anfängerfreundlicher. Ihr braucht keine Yardot-Rüstung, was den Emo hart draint, und ihr habt nicht den Blockeffekt wegen den Lebenspunkten. Hat dafür aber auch so einige Nachteile, zum Beispiel ist es sehr schwierig, dann einen gescheiten Pointball hinzubekommen, weil die Gegner sehr leicht abreißen, die lassen sich da nicht besonders weit rausziehen. Meistens dauert der Pull auch noch länger, weil man immer wieder doch mal Schwierigkeiten hat, dass ein Gegner abreißt oder nicht so will, gerade wenn man es nochmal versuchen muss. Und außerdem verlieren die Mesmer auch ziemlich viel Energie, wenn sie im schweren Modus in der City spiken, dadurch, dass sie bei jeder Fertigkeit 2 Energie verlieren oder bei jedem Autoangriff. Deswegen ist insgesamt eigentlich eher der Vale Pull zu empfehlen.
Wenn ihr aber trotzdem einen City Pool machen wollt, dann schnappt ihr euch zuerst mal alle Gruppen, die hinter dem Tor stehen, und zieht sie raus in die City. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr möglichst kurz im Vale drin seid und auch die Lebenspunkte über 50% haltet, weil ihr sonst wieder durch die Blockchance relativ schnell sterbt und den Emo recht hart draint. Aber wenn ihr das alles beachtet, dann könnt ihr die Gegner auch getrost in der City ballen. Dabei solltet ihr allerdings beachten, dass ihr sie nicht recht viel weiter als die rote eingezeichnete Linie ziehen könnt, sonst fangen sie wieder an abzureißen und zurück in Vale zu rennen. Wenn ihr sie Bad Aggro habt, sogar noch wesentlich kürzer, aber auch mit normaler Aggro könnt ihr sie nicht besonders weit rausziehen. Und müsst auch beim Gegenpullen vor allem darauf achten, dass ihr nicht rückwärts aus Versehen mit niedrigen Lebenspunkten in Vale reinkommt. Also unter 50%, sonst könnt ihr wieder relativ leicht sterben. Der Pull selber soll dann da stehen, wo jetzt die gelbe Ellipse eingezeichnet ist. Das ist einerseits möglichst nah an der roten Linie, sodass ihr einfach nach hinten Platz habt, um ein bisschen gegenzupullen. Andererseits natürlich auch nicht zu weit in die City rein, sonst reißen euch die Gegner wieder ab und ihr müsst unter Umständen nochmal von vorne mit dem Ballen anfangen. Außerdem kann euch dann auch der Yardot die Schattenform unterbrechen, wenn ihr euch mit Laufen etwas ungeschickt anstellt. Das kann also auch etwas problematisch werden. Das heißt, unterm Strich würde ich eher einen Vale-Pull machen statt einem City-Pull, außer ihr habt jetzt unbedingt einen Anfänger-Emo dabei, wo ihr wisst, dass er noch keinen harten Drain vertragen kann. Gut, und dann habt ihr es mit der City auch geschafft. Dann kommen wir mal zum Vale. Da gibt es erstmal ein schönes Übersichtsbild von oben, wo mal alle Gänge und eigentlich alle relevanten Bereiche drauf sind, die wir im Durchgang durch den gesamten Vale so brauchen. Da geht es erstmal los mit dem 360-Pull vorne, sobald die Quest angenommen wird. Da ist einmal in Gelb der Laufweg des Trench Tanks eingezeichnet und in Grün der Laufweg des Main Tanks. Das heißt, ihr nehmt die beiden rechten Hügel und der Trench Tank den links, zieht das alles in so einer kleinen Schleife, wie genau, das machen wir später noch. Einfach vorne auf den Monk drauf, der tankt das Ganze dann. Und dann wird's weggespiked, das sind jeweils 6 Wellen von jedem dieser drei Hügel, insgesamt also 18 Gegnergruppen, die ihr da auf dem Monk zusammenzieht. Danach geht's weiter mit den Unterfürsten. Da ist unten rechts der Baldi-Unterfürst, deswegen heißt die Hügel Ranger Hill, und oben links der Dervish-Unterfürst. Der Main Tank macht dann den Baldi-Unterfürsten unten rechts, oben links den Dervish Hill macht der Trench Tank. Das heißt, direkt nach dem 360 lauft ihr rüber zum Ranger Hügel und zieht den Baldi-Unterfürsten. Details dazu machen wir auch wieder, wenn wir an der jeweiligen Stelle sind. Und danach geht es dann weiter mit den Fürsten, das sind 4 Stück. Unten rechts der Necro-Fürst, dann weiter oben der Mesmer-Fürst, noch weiter oben der Edelfürst und ein Stückchen weiter links der Mönchfürst. Die 4 Fürsten müssen dann nachher besiegt werden. Mönchfürst machen komplett der MLK und Trench Tank. Ihr kümmert euch auf dem Main Tank dann um den Necro-Fürsten und den Mesmer-Fürsten und dass der Weg zum Edelfürst frei ist. Und nach den Fürsten sind dann entsprechend auch die Trenches benannt. Das heißt, Necro-Trench und Monk Trench sind klar. Gloom Trench ist dann links, wo es weitergeht ins Rabenherz. Dementsprechend heißt er nach dem nächsten Gebiet. Und in der Mitte gibt es dann auch den Clover Trench. Da kommen wir jetzt dann dazu. Das heißt, die Laufwege sind so, dass ihr zunächst mal den Clover Pull macht. Das bedeutet, ihr zieht die drei Gruppen aus dem Clover Trench zusammen. Rechts eine in Richtung Necrolord, dann die in der Mitte, wo der Mesmer Fürst draufsteht. Und die nach links in Richtung Illelord. Ihr fangt also auf der rechten Seite an, nehmt die rechte Gruppe, zieht zum Esmerfürsten, hinter zum Illefürsten und dann wieder zurück auf den Emo. Details dazu machen wir auch, wenn wir da sind. Und danach lauft ihr nach rechts und zieht, wie eingezeichnet, den Necrofürsten in den Gang Richtung Clover Trench rein, damit ihr nachher dem Esmer komfortabel auf dem Weg erledigen können und dann durch den Clover Trench wieder rauslaufen. Und wenn ihr das dann alles erledigt habt, dann wird 3-3 oder auch 6-0 gespielt. Dabei kommen dann mit Annahme der Questbelohnung die 6 Ranken eingezeichnet beim Schlund des Grauens in der Mitte. Die werden dann entweder hälftenweise oder alle auf einmal im 6-0 umgehauen. Dann auf den Emo gezogen, der steht dann auf dem Hügel rechts neben dem Monk Trench. Und danach seid ihr mit dem Vale auch durch.
Wenn jetzt 3-3 gespielt worden ist, könnt ihr direkt durch den Gloom Trench Richtung Gloom laufen. Da hat der Trench Tank den Gang normalerweise schon ausgelöst. Wenn ihr 6-0 macht, müsst ihr dann noch gemeinsam mit dem TK den Gang auslösen und freiziehen. Aber dazu kommen wir dann auch wieder, wenn es soweit ist. Als allererstes müsst ihr also im Vale den 360 Pull machen, um den Schlund des Grauens in der Mitte außenrum. Da seht ihr jetzt auch schon die drei Hügel in der Mitte, von denen dann gleich die Gegner kommen. Hier erstmal die grundsätzliche Aufteilung der Tanks. Ihr als Main Tank macht die beiden rechten Hügel und euer Trench Tank macht den linken Hügel. Das heißt, ihr holt jeweils eine Welle, bestehend aus je einer Gruppe von jedem der Hügel, und zieht sie gemeinsam auf den Monk drauf. Oder Emo, aber bei uns in den Taktiken ist es der Monk, der vorne steht und tankt. Und hier seht ihr auch gleich die Aufteilung der Gruppen, welche Gegner wann kommen. Das heißt, in der ersten Welle kommen erstmal auf jeden Hügel 6 Hunger. Dann in der zweiten Welle kommt gemischt Hunger und Nahkämpfer, also eine Gruppe Hunger, zwei Gruppen Nahkämpfer. Das sind die Gruppen, wo auch TK und MLK vorne stehen dürfen. Danach kommt jeweils eine Welle Teufel von einem der Hügel, in der dritten Welle vom mittleren Hügel und in der vierten vom rechten Hügel. Und die anderen Gruppen sind dann jeweils Nahkämpfer. Da müssen die beiden dann auch wieder hinter. Die fünfte Welle sind dann wieder alle drei Wellen 6 Hunger jeweils. Und die sechste Welle ist jeweils eine gemischte Gruppe, bestehend aus zwei Hungern, einem Schreck, einem Golem, einem Teufel und einem Grobian. Das Ganze seht ihr auch wieder ganz gut im Guildwiki-Artikel, der ist unten auch nochmal verlinkt, sodass ihr vorab schon mal einen Überblick bekommt, welche Gruppen zu welchen Zeitpunkten von den Hügeln kommen. Außerdem ist noch erwähnenswert, dass ihr nicht immer alle 6 Gruppen antrefft, denn wenn ihr nicht im Vale startet, dann machen Trench Tank und MLK schon mal den sogenannten Vale Split. Das heißt also, der Trench Tank pullt, je nachdem wie viel Zeit das die beiden haben, zumindest die erste Welle, eventuell auch noch die zweite, in den Safe Spot im Vale. Und der MLK spiked dann die ersten 1 bis 2 Wellen schon mal weg. Mit der dritten geht es nicht mehr so einfach, da sind Teufel drin, da warten sie dann normalerweise auf euch. Aber es kann sein, dass bis ihr als Main Tank ankommt, schon die ersten 2 Wellen fertig gespiked sind und ihr gleich bei der dritten einsteigt. Also da nicht verwirren lassen vom Timing. Dann zeige ich euch mal den grundlegenden Laufweg. Entweder ihr kommt von rechts rein, wenn ihr ganz normal die erste Gruppe mitmacht und der TT noch nicht angefangen hat beim Vale Start. Dann zieht ihr von rechts oder ihr lauft links durch. Wenn der TT schon angefangen hat, habt ihr genug Zeit. Dann lauft ihr hier erstmal links am Schlund vorbei. Da vorne an diesem Büschel hier steht dann der Monk und tankt die Gegner, die ihr ranzieht. Den Hügel links macht der Trench Tank und ihr als AMT macht die beiden rechts. Jetzt erstmal ihr U benutzen, wenn ihr Sachen habt, die euch verkrüppeln oder zu Boden werfen und die Gruppe links aggro ziehen. Dann lauft ihr weiter zum rechten Hügel. Zieht dann hier die rechte Gruppe aggro, die da oben spawnt. Dann könnt ihr noch ein kleines Stück laufen. Und dann kommt euch normalerweise von rechts schon der Trench Tank entgegen. Der läuft dann hier so eine Kurve. Und ihr zieht dann gemeinsam mit ihm rein. Wichtig ist, der Trench Tank ist normalerweise schneller als der Main Tank und wartet schon auf euch. Das heißt, ihr könnt den Bogen recht klein laufen. Und ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr euch nicht gegenseitig snackt. Hier an der Stelle steht dann wieder der Monk. Da zieht ihr einfach durch. Und wenn ihr dann ungefähr auf Cast Range steht, horst ihr nochmal weg, dann ziehen die Teufel besonders gut rein. Insbesondere, wenn sie euer Hoss unterbrechen konnten mit Wirkelgas. Wichtig beim IAU ist immer noch, dass ihr IAU so knapp wie möglich vorher benutzt, weil es doch relativ knapp bemessen ist, vor allem im Schleier, sodass ihr möglichst lange Zeit habt, wenn ihr mal eine Gruppe delayen müsst, wenn nicht alles gleich nach Plan gespiked wird oder der Trench Tank doch mal ein bisschen später dran ist, dass ihr möglichst lange noch IAU nach hinten raus habt. Und wenn ihr wie empfohlen SOH dabei habt, könnt ihr dafür sorgen, dass die Teufel noch ein bisschen besser reinlaufen. Dazu, wenn ihr in der dritten Welle hier vorne die Teufel aggro zieht, lauft ihr einmal rüber auf den rechten Hügel und setzt da oben bei der Bodentextur euer SOH. Hat den Sinn, dass ihr danach hier sehr schnell für die Teufel wieder hinkommt, aber dann nehmt ihr erstmal die Gruppe da hinten mit und zieht ganz normal durch. Trench Tank kommt von rechts und ihr lauft durch den Monk durch.
Dann macht ihr wieder auf Carstrange euer Hoss in den Teufelwellen. Lauft hinter, wartet, bis das Bike fast fertig ist, ihr E-triggert. Und dann könnt ihr mit dunkler Flucht zurückspringen. Und dabei kriegt ihr jetzt oben die Teufel hier möglichst schnell aggro. Hat den Sinn, dass ihr sie dann hier auf den linken Hügel mit rüberziehen könnt. Und danach könnt ihr sie in einer ganz geraden Linie zum Monk durch reinziehen. Hat den Vorteil, wenn die Teufel eine gerade Linie laufen, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass sie ihre Skills aktivieren und euch unterbrechen wollen. Vor allem auch beim Hoss nachher, so dass sie dann dadurch besser reinlaufen. Zur besseren Übersicht habe ich euch nochmal die Position vom Monk eingezeichnet, an seinem Grasbüschel da hinten, bei der gelben Ellipse. Ihr seht schon, wenn ihr über den Kopf des Charakters drüber schaut, ist es eine recht gerade Linie. Und auch die habe ich euch nochmal in gelb zur besseren Sichtbarkeit eingezeichnet. Das heißt, wenn ihr von hier aus gerade auslauft, landet ihr ohne irgendwelche großen Kurven oder Umwege beim Monk und die Teufel folgen euch in einer geraden Linie von hier und pullen dadurch besser rein, weil sie eben mit höherer Wahrscheinlichkeit Skills aktivieren und euch unterbrechen wollen, wenn sie eine gerade Linie laufen statt irgendwelche Kurven. Das heißt, ihr würdet jetzt einfach entlang dieser Linie nach vorne durchlaufen bis zum Monk. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Und die Teufel damit einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit reinpullen. Das Ganze kommt noch aus der Zeit, wo man die Teufel eigentlich nicht hier beim Monk gespiked hat, sondern weiter hinten. Da hat man auf dem Tank die Teufel bis hier ganz nach oben gezogen. Ungefähr da. Und wenn man sich umdreht, seht ihr auch hier wieder die gerade Linie. Wenn man über den Kopf des Tanks guckt, bis hinter zu diesem kleinen Knubbel an dem Schlund des Grauens. Auch die Position vom Emo habe ich euch nochmal mit einer gelben Ellipse angezeichnet, dass ihr seht, wo der früher gestanden hat mit den alten Taktiken. Und auch hier habe ich euch wieder die Ellipslinie angezeichnet, das heißt, ihr seht, wenn ihr vom Kopf des Tanks aus eine schnurgerade Linie lauft, dann laufen die Teufel auch ganz gerade zum damaligen Emo hinten rein und dementsprechend pullen sie wieder besser rein, weil sie wieder eher versuchen werden, euch zu unterbrechen auf dem Weg, wenn sie eine gerade Linie laufen. Deswegen also, während ihr die dritte Welle pullt, auf dem rechtesten Hügel einmal SOH gesetzt, damit ihr dann von der vierten Welle die Teufel vom rechten Hügel besser reinziehen könnt. Und mit derselben Begründung benutzt ihr auch in der fünften Welle wieder euer SOH, um die Teufel von der sechsten gut zu ziehen. Da muss zuerst mal der TT hier oben sein SOH gesetzt haben und die Gruppe schnell wegnehmen, dass ihr keine Split-Aggro bekommt. Dann lauft ihr ganz normal hoch, setzt hier oben euer SOH und lauft dann rüber. In der fünften Welle sind ja alles Hunger, nehmt die da drüben noch Aggro und zieht ganz normal durch. Wichtig ist, dass ihr dann für die sechste Welle schnell zum mittleren Hügel kommt. Das heißt, ihr wartet hier kurz, bis das Bike fast fertig ist, IOE auslöst und dann könnt ihr mit dunkler Flucht wieder zurückspringen. Und jetzt ist wichtig, dass ihr diesen Teufel hier schnell aggro zieht und da drüben spawnt auch noch ein Teufel, also spawnen auf allen drei Hügeln welche. Ihr nehmt also den Teufel hier von der Mitte und zieht ihn auf den rechten Hügel rüber. Und das möglichst ohne Split Aggro vom TT. Damit erreicht ihr dann, dass der Teufel quasi hier rüberläuft und von da aus wieder eine gerade Linie. Auch da habe ich euch zur Orientierung nochmal die Position eingezeichnet, wo normalerweise euer Mönch steht, wenn ihr rüberpullt. Und auch nochmal die gerade Linie, in die ihr dann die Teufel reinzieht zum Monk. So dass ihr quasi, auch wenn ihr auf den Kompass guckt, den Teufel mit auf den anderen Hügel zieht, Split-Aggro frei durch das SOH vom TT. Und dann hier in der geraden Linie durchzieht, dass er euch wieder unterbrechen will und einfach besser mit reinläuft. Und der andere von dem Hügel hinter euch, der steht ja schon hinter euch und kommt dann auch in einer geraden Linie mit. So dass ihr wieder beide Teufel entlang dieser geraden Linie reinzieht. Das heißt, ihr lauft einfach hier wieder gerade durch. Wenn das Ganze dann schief läuft und der Teufel Split-Aggro mit dem TT kriegt, dann kriegt er hier Aggro vom TT, läuft erstmal in den Bogen auf den TT zu und dann rein und dann steht er hier hinten im Off-Damage.
Dementsprechend wollt ihr das vermeiden und eure beiden Teufel so früh wie es geht aggro kriegen und schnell auf den rechten Hügel pullen, wenn der TT nachher reinläuft, dass ihr keine Split aggro bekommt. Und dann lauft ihr die gerade Linie durch, hinter zum Spike und seid auch schon fertig mit dem Pull. Danach macht ihr euch auf Richtung Ranger Lord hinten und checkt unterwegs nochmal, dass ihr vom Emo alle Bonds bekommen habt. Ihr solltet mindestens Lebensbindung und Band des Schutzes haben. Theoretisch geht's auch ganz ohne Bonds, aber gerade am Anfang ist es einfacher mit. Gut, der erste Punkt, den ihr euch hier merken müsst, ist der Markus-Gedenkstein, hier vorne in Gelb angezeichnet. Das ist ein kleiner Stein auf dem Boden, wo ihr mit dem Timing von dunkler Flucht perfekt hinkommt. Wenn ihr genau an diesem Stein dunkle Flucht setzt, dann läuft's euch mit den entsprechenden Beacons, wie in Teil 1 erklärt, genau pünktlich für die Wasserpeiniger hinten aus, denn ihr wisst ja, Peiniger reisen, wenn ihr dunkle Flucht anwerft, wie in Teil 1 schon erklärt. Das heißt, ihr könnt dunkle Flucht zum Ziehen benutzen, solange bis ihr hinten die Peiniger aggro kriegt, dann muss dunkle Flucht auslaufen, ansonsten reisen euch die Peiniger ab und bleiben neben dem Lord stehen. Und nachdem es Wasserpeiniger sind, wird es unangenehm für die Mesmer, weil sie mit geistiger Erfrierung und so weiter arbeiten. Das heißt, ihr wollt also die Wasserpeiniger mitziehen, dementsprechend vorne an diesem Stein dunkle Flucht benutzen, dann reicht's timingmäßig ganz genau, dass es hinten rechtzeitig ausläuft. Das heißt, als erstes lauft ihr rüber zu diesem Stein, hier unten am Boden, und setzt euch dort, wenn ihr genau drauf steht, eure dunkle Flucht. Vorher natürlich noch Rückruf auf dem Emo, damit ihr hinten wieder rauskommt, ist logisch. Und dann lauft ihr erstmal rein nach vorne, bis ungefähr zu dieser Linie hier. Da kriegt ihr dann die ersten Hunger-Aggro und ganz kurz bevor das passiert, solltet ihr euch die erste Schattenform hochziehen. Unmittelbar bevor ihr Hunger-Aggro kriegt, dann passt es auch wieder vom Timing her ganz genau. Und die Schattenform hat die maximale Länge bis nach hinten. Gut, dann lauft ihr rein, bis kurz vor den Hungern hier. Kurz bevor ihr Aggro zieht, zieht ihr euch die Schattenform hoch. Und danach ist es wichtig, dass ihr einen der vorderen Hunger als Backtarget nimmt, weil ihr nachher garantiert gebuddyblockt werden werdet. Dann lauft ihr erstmal ein Stück rein hier und dann habt ihr mehrere Optionen, wie ihr laufen könnt. Ich habe sie euch mal farblich eingeblendet. Hinten die gelbe Ellipse ist der Unterfirst. Dann könnt ihr entweder links der grünen Linie folgen und eine Ecke laufen. Oder rechts der grünen Linie und zwar eine Ecke laufen. Wichtig ist, dass ihr nicht der roten Linie in der Mitte folgt und geradeaus durchmarschiert, weil ihr da gleich mehrere Male gebuddyblockt werdet und garantiert stuckt und sterbt. Denn mit Hungern haltet ihr das höchstens 1-2 Sekunden aus, 4-5 Touches und ihr seid relativ schnell tot. Heißt also insgesamt, ihr seht es auch am Kompass nochmal eingezeichnet, immer an einer der Seiten vorbeilaufen und so eine kleine Ecke, fast so eine Art Diamantform, und nicht durch die Mitte direkt durchlaufen, ansonsten werdet ihr relativ viel gebuddyblockt. Einmal werdet ihr immer gebuddyblockt, das lässt sich fast nicht vermeiden, aber durch die Mitte eben wesentlich öfter, so dass ihr diesen Weg vermeiden solltet. Hier auch nochmal am Kompass angezeichnet, mittlerer Weg ist schlecht, diesen hier solltet ihr also nicht nehmen. Danach könnt ihr euch dann für eine Richtung entscheiden. Ich habe mich jetzt mal exemplarisch für die rechte Richtung entschieden. Das heißt, ich werde diese Kurve rechts laufen. Hier hinten steht der Lord. Und dann könnt ihr erstmal noch ein kleines Stück weiterlaufen, bevor ihr ungefähr auf dieser Höhe hier gebuddyblockt werdet. Da vorne stehen also die ganzen Nahkämpfer, die euch zu Boden werfen, bodyblocken und sonstiges. Das heißt, auf dieser Höhe hier wollt ihr dann auch euer IAU zünden, möglichst kurz vor den Nahkämpfern, damit es auch bis ganz hinten reicht. Und an dieser Stelle müsst ihr es aber dann verwenden und werdet auch garantiert gebuddyblockt. Das heißt, da ist es gut, wenn ihr noch euer Backtarget von hinten habt, zum Durchhossen durch diesen Buddyblock. Auch diese Linie habe ich euch nochmal kurz eingezeichnet, ungefähr auf der Höhe hier zieht ihr jetzt aggro von den Nahkämpfern vorne. Da könntet ihr entweder auch so laufen, wie ihr es beim Jahr dort gemacht habt, leicht in eine Richtung antäuschen, dann zur anderen laufen. Das hilft insofern, als dass die KI erstmal an euch vorbeiläuft und ihr wieder entspannt durchkommt, oder am einfachsten ist es,
Gerade am Anfang, wenn ihr euch einfach einen der hinteren Hunger als Backtarget nehmt, wartet, bis ihr euch Bodyblocken und dann einmal durchhost durch diesen Bodyblock. Dann könnt ihr auch immer sicher weiterlaufen und lauft nicht Gefahr, doch zu stacken, wenn ihr versehentlich falsch gelaufen seid oder sowas in der Richtung. Gut, wenn ihr das erledigt habt, also ihr U-Zünden an dieser Stelle, Vorsicht rechts die Gruppe nicht aggro ziehen und dafür rechts vorbeilaufen. Dann könnt ihr an dieser Stelle durch den Bodyblock durchhossen von eurem Backtarget hinter euch und könnt ein ganzes Stück laufen. Und hier vorne in dieser kleinen Mulde steht dann der Fürst. Da könnt ihr erstmal bis auf ungefähr halbe Aggro-Reichweite ranlaufen. Theoretisch könntet ihr jetzt auf einen Gegner rechts neben dem Fürst die Seed, um ein bisschen Lebenspunkte zu kriegen, aber normal hält euch die Seed oben und ihr müsst auch mit der Reichweite aufpassen, wenn ihr zu weit die Seed, dann reißen euch die Gegner hinten ab. Würde ich also am Anfang nicht machen. Dann lauft ihr einfach bis nach hinten durch. Ungefähr hier fängt dann der Lord an zu reisen und rennt nach hinten weg. Aber gerade wenn ihr keinen Jüngler zum Locken dabei habt, lauft ihr bis ganz hinten durch und bleibt da ein paar Sekunden stehen. Wenn Seed oben ist, könnt ihr mit Yao Dunkle Flucht und einer frischen Schattenform, die aufgeladen ist, eine ganze Weile halten. Bis ihr raus müsst, also bis die Hunger an euch dran sind. Und dann löst ihr euren Rückruf und der zieht euch hier geradewegs wieder raus und ihr seid fertig mit dem Ranger Lord. Hier gibt es das Ganze nochmal aus der Vogelperspektive mit einem kleinen Übersichtsbildchen, was ihr in welcher Reihenfolge tun müsst. Zuerst fangt ihr also an, vorne am Arcus-Gedenkstein zu checken, dass ihr Rückruf drauf habt, dunkle Flucht benutzen und gegebenenfalls nochmal checken, dass die Bonds drauf sind. Dann lauft ihr bis ins Tor rein, bis unmittelbar vor den Hungern, dort dann frische Schattenform benutzen, damit sie bis ganz hinten reicht und einen von den Hungern, eventuell sogar gleich C-Target als späteres Back-Target aufheben, dass ihr aus dem Bodyblock raushossen könnt. Danach folgt ihr einer der grünen Linien, entweder links oder rechts, eine so eine Ecke laufen, nicht der roten Linie in der Mitte folgen, sonst bleibt ihr bloß überall stecken. Wenn ihr dann so beim ersten Drittel der grünen Linie angekommen seid, dann werdet ihr auf der gelben Linie erstmal gebodyblockt. Da müsst ihr dann, wie schon erwähnt, entweder sehr geschickt laufen oder einfach von eurem Backtarget weghossen, das ist einfacher. Dann lauft ihr vor bis kurz vorm Lord und wenn ihr so auf halber Cast Range seid, dann könntet ihr theoretisch auf ein Ziel rechts neben dem Fürsten die Seen. Würde ich aber gar nicht unbedingt machen, die Seed hält euch normalerweise locker am Leben. Das könntet ihr gegebenenfalls dann machen, wenn ihr keine Seed habt. Und danach zieht ihr einfach bis hinten durch. Den Standpunkt vom Unterfürsten habe ich euch auch angezeichnet. Dann zieht ihr hinter, der Fürst reist, bleibt kurz stehen, bis der Fürst rausgelaufen ist und springt mit Rückruf wieder zurück zu eurer Gruppe. Wenn ihr dann wieder draußen seid, dann macht ihr den Rückruf im Laufen gleich wieder auf den Emo, geht hoch und nehmt oben beim Questgeber erstmal die Quest an. Habe ich jetzt schon gemacht und dann springt ihr mit Rückruf rüber Richtung Clover Trench. Also da hinten, direkt diesen Weg da. Ich laufe ihn jetzt in dem Fall mal. Und dann geht's weiter Richtung Cloverpool. Wenn ihr dann in den Trench reinlauft, Vorsicht, da poppen wie in allen Trenches vorne und hinten Gegnergruppen, die die Seiten tauschen. Ungefähr auf halber Höhe, wo genau, zeige ich euch später. Sobald ihr also weit genug reingelaufen seid, poppen die Gegner und dann lauft ihr rechts hoch in den Safe Spot. Oben poppt dann auch noch ein Peiniger auf der rechten Seite des Trenches, da braucht ihr euch aber erstmal nicht drum kümmern. Das erledigen die Messmer mit ihren Skills von unten. Für euch ist erstmal nur wichtig, ihr orientiert euch links an der grün eingezeichneten Wand und alle Spieler nehmen jetzt die folgende Aufstellung. Der Mönch und die Messmer laufen ganz hoch in das Eck oben, bis es nicht mehr weitergeht. Und der Emo stellt sich ein Stück weiter unten, direkt in die Mitte, so dass er nachher die beiden Gruppen, die von rechts und links kommen, bodyblockt. Als Tank stellt ihr euch entlang der grünen Wand ein Stückchen weiter nach links, so dass ihr ein kleines Stück vorm Emo oder auf derselben Höhe steht und hinter euch die Messmer. Und dann kommen von links die Gegner und bleiben bei euch und dem Emo
stehen direkt vor euch, so dass ihr dann normalerweise gebodyblockt werdet und nicht mehr rauskommen würdet. Und sobald das der Fall ist und die Gegner vor euch stehen, haust ihr einmal von den Messmen hinten weg durch die Gegner durch und könnt dann schon mal mit dem Cloverpull anfangen, ohne dass ihr warten müsst, bis der Spike da vorne fertig ist. Den Rest machen die Messmer. Kann sein, dass euch ein, zwei Gegner hinterherlaufen. Die könnte man gegebenenfalls mit Jumlad knocken, aber ihr habt ja keins dabei, wenn ihr es mit SOH spielt. Aber das macht nichts, die reißen dann spätestens vorne sowieso ab. Wichtig ist, dass ihr halbwegs nah an den Monk und Messmer dran steht, dass die Gegner schon mal ein bisschen mit angedamaged werden können beim ersten Spike, bevor ihr raushost, sodass sie dann durch den EOE gar mitfallen. Sobald dann die Gegner stehen, dreht ihr euch einmal um und host raus, ungefähr an die Stelle, wo wir gerade eingezeichnet haben, und lauft dann vor zum Cloverpull. Da seht ihr dann drei Gruppen, rechts patrouilliert eine hin und her im Gang, vorne steht eine still mit dem Messmerfürsten und links patrouilliert im Gang ebenfalls eine Gruppe hin und her, und diese drei müsst ihr jetzt als nächstes auf einen Pull ziehen. Hier mal die Ansicht aus der Vogelperspektive. Theoretisch könntet ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr rechts oder links anfangen wollt. Wir fangen bei uns immer auf der rechten Seite an. Hat einfach den Grund, dass vorne mit der Mauer an der linken Seite der Pull ein bisschen schöner steht hinterher. Kann man theoretisch auch von rechts machen, aber wir machen es immer von links. Das heißt, ihr nehmt alle drei Gruppen, zieht sie durch den Emo durch und dann werden sie gespiked grundsätzlich. Zur besseren Orientierung habe ich euch nochmal die Gegner eingezeichnet. Rechts den Necrolord, in der Mitte den Mesmerlord und links den Edelord. Und dann habt ihr jeweils in den Gängen rechts und links die Gruppen, die hin und her patrouillieren, und eine, die vor dem Mesmerlord stillsteht und einfach gar nichts tut. Diese drei Gruppen wollt ihr also auf einen Ball ziehen. Der grundlegende Laufweg sieht so aus. Ihr lauft rechts die Wand entlang, schnappt euch die rechte Gruppe, geht vorne zum Mesmerlord rein, nehmt die Gruppe mit, nehmt die Gruppe links noch auf dem Weg zum Edelord und zieht dann durch den Emo durch. Den habe ich euch auch nochmal eingezeichnet, der steht dann vorne an der linken Wand. Und darauf ballen dann die ganzen Gegner und werden nachher gespiked. Und jetzt kann es euch noch passieren, dass der Mesmerlord ganz hinten drin steht an der Wand. Dann müsst ihr den Laufweg ein klein bisschen anpassen, wie jetzt in Gelb angezeichnet. Dann lauft ihr einfach die Kurve ein Stückchen weiter aus und biegt dann bei der ersten Gelegenheit links ab durch die Gegner durch, könnt wegrossen und ganz normal weiterziehen, dass ihr den Lord auch kriegt. Allerdings werdet ihr unterwegs garantiert einmal gebodyblockt werden. Wenn ihr die dritte Gruppe Aggro nehmt, dann stehen euch die Gegner von hinten total im Weg. Deswegen sucht ihr euch rechts, wenn ihr zur ersten Gruppe gelaufen seid, auf dem Weg schon mal ein Backtarget. Da nehmt ihr immer einen Peiniger, also einen der Caster. Der bleibt nämlich immer hinten auf Cast Range stehen, während die restlichen Nahkämpfer zu euch ranlaufen würden und dementsprechend zum Zurückspringen ungeeignet sind. Das heißt also im Laufen schon mal einen Peiniger als Backtarget suchen und nachher vom C-Target Hunger weghossen, damit ihr ein bisschen schneller seid. Dann lauft ihr vorne durch, nehmt die Gruppe vom Mesmerlord inklusive Lord und die Gruppe links Aggro. Durch die Gruppe host ihr am Anfang einmal durch, damit alles hinten weit genug reinläuft, am Emo vorbei, sonst gibt es nachher keinen schönen Ball. Und an der Stelle seht ihr jetzt auch, warum ihr das Backtarget braucht. Wenn ihr durch die Gruppe links mit host durchgesprungen seid, dann sieht das nachher so aus. Ihr steht da, wo Spieler steht, bei dem kleinen gelben Kreis hinten. Dann stehen euch auf dem Weg zurück zum Emo eine ganze Menge Gegner, nämlich alle drei Gruppen im Weg. Und euer Backtarget steht hinten auf Cast Range, also ziemlich am Ende der Gruppe. Dementsprechend, wenn ihr normal einfach laufen wolltet, würdet ihr da jetzt nicht mehr durchkommen. Und auch Hoss ist reichweitenmäßig zu klein, um da durchzukommen. Deswegen visiert ihr einfach euer Backtarget an, das könnt ihr euch vorher pingen. Dann könnt ihr es einfach mit T wieder anvisieren. Und springt mit DC auf dieses Backtarget. Dann landet ihr auf der Position des Backtargets, also quasi wieder hinter den Gegnern, und der Weg vorne Richtung Emo ist erstmal frei. Theoretisch könntet ihr dann zwar einfach durchlaufen, allerdings wollt ihr, damit die Gegner ein bisschen schöner pullen und weniger oft Damage dasteht, dann euer Recall lösen. An welchem Punkt genau, das zeige ich euch dann, wenn wir es uns aus der Nähe anschauen. Das Recall befördert euch dann direkt zum Emo, auch falls ihr gestuckt seid sowieso. Aber auch wenn ihr nicht gestuckt seid, Recall lösen.
ungefähr so halbe Cast Range zum Emo und dann einfach nach hinten durchlaufen, damit die Gegner gar am Emo andocken. Und dann steht da erstmal ein schöner Pull. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Zuallererst prüft ihr, dass ihr Rückruf auf einem Emo drauf habt und lauft nach rechts rein. Dann kommt euch hier eine Gruppe entgegen oder läuft auch gerade weg von euch. Ihr sucht euch hier vorne den Peiniger als Backtarget, host dann vom ersten Hunger weg. Und das bringt euch wieder in diese Richtung. Die Gruppe rennt euch hinterher und ihr lauft dann nach rechts rein zum Lord. Jetzt kann der Lord entweder schön vorne stehen oder er kann auch hinten an der Wand stehen. Je nachdem müsst ihr also entweder nur die kleine Kurve vorne laufen oder wie jetzt gezeigt, ihr lauft ein Stück weiter aus und dreht dann bei der ersten Möglichkeit nach links. Müsst also gar nicht bis ganz nach hinten, reicht den Leuten ungefähr halbe Akku-Reichweite zu haben. Hier könnt ihr nochmal hausen, falls ihr stuck seid, und dann lauft ihr rechts weiter der Gruppe entgegen. Je nach Timing müsst ihr hier auch durchhausen durch die Gruppe, oder sie ist ganz hinten, dann könnt ihr durchlaufen. Dann nehmt ihr euch euer Backtarget ins Ziel. Vorne die Gruppe, hinten ist der Weg blockiert, ihr lauft einen kleinen U-Turn, so bis das Backtarget ungefähr auf halber Aggro-Reichweite ist und die zieht hin zum Backtarget. Einmal mit DC gesprungen, dann landet ihr ungefähr hier, ein kleines Stück weiter vorne und löst dann euren Rückruf. Der bringt euch hier zum Emo. Und dann lauft ihr einfach nach hinten durch, sodass die Gegner schön auf dem Emo aufbauen. Und dann habt ihr es geschafft. Danach geht's weiter, dass ihr rechts den Necrolord rauspult. Da habe ich euch auch erstmal wieder eine Übersicht aus der Vogelperspektive mitgebracht. Und zwar zuallererst, direkt nachdem ihr durchgepult habt, zieht ihr euch eine Schattenform hoch, weil wahrscheinlich das Balken noch in vollem Gange ist. Setzt euch hinten Schatten der Eile und könnt direkt vom Emo weghossen, rechts in Richtung Necrolord. Dann lauft ihr rechts hinter den Gang durch bis links zum Necrolord. Rechts auf die Patrouille achten, die kann euch unter Umständen reinlaufen. Die könnt ihr entweder einfach mitziehen, weil zum Beispiel durch die Wand der Blockeffekt nicht ausgelöst wird und ihr dadurch auch keine Probleme bekommt. Oder aber ihr lasst sie kurz vorbei, dann wird es aber mit dem SOH-Timing meistens zu knapp. Das heißt, bei der Variante würde ich die Patrouille einfach mitziehen. Dann könnt ihr die Gruppe vom Lord einmal anhossen, zieht sie wieder zurück, links um die Mauer, könnt später sogar nochmal hossen, weil es wieder aufgeladen ist, und zieht sie so ungefähr auf die Hälfte vom Gang. Optional könnt ihr sie auch noch ein Stück weiter vorziehen Richtung Tor, soweit eben eure SOH-Zeit ausreicht. Meistens reicht sie bis kurz vorm Tor. Dann springt ihr mit dunkler Flucht raus, kommt wieder da vorne raus, wo ihr SOH gesetzt hattet und lauft dann ein Stück hinter. Dadurch reißt der Lord dann gleich durch zwei Faktoren ab, einmal durch eure Laufgeschwindigkeit von der dunklen Flucht und durch die Distanz. Ihr könnt euch ein klitzekleines Stück hinterherlaufen, also ein bisschen Abstand zum Messmann und anderen. Und dann bleibt der Lord dort stehen, bei den grünen Strichen, und der Rest der Gruppe läuft wieder zurück, dort wo vorher der Necrolord auch stand. Das ist die schnelle Variante, da seid ihr normalerweise auch deutlich schneller als der TK mit dem Ele-Lord. Das heißt also, ihr habt dann sogar noch Zeit, dem Emo im linken Gang entgegenzugehen und euch Bonds abzuholen für ein 6-0. Oder wenn die Gruppe wirklich, wirklich schnell ist, könnt ihr auch gleich weiter Richtung 6-0. Und wenn sie wirklich langsam ist, könntet ihr den Necrolord sogar solo machen. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Aber das würde ich nur machen, wenn die Gruppe wirklich, wirklich langsam ist. Gut, dann das Ganze nochmal live. Einmal Schattenform und SOH gesetzt. Dann lauft ihr vor. Da vorne steht dann der Emo noch und Volt normalerweise. Von dem könnt ihr gleich einmal weghossen, wenn ihr auf Cast Range steht. Dann lauft ihr nach rechts durch in den Gang. Da könnt ihr den ganzen Weg direkt vorwärts durchlaufen. Dann kommt euch von rechts gegebenenfalls die Patrouille entgegen. Die könnt ihr einfach mitziehen. Das ist eh nur das kurze Stück bis zur Wand.
Und die Wand schützt euch dann. Vorne steht dann der Lord. Den könnt ihr einmal direkt anhossen. Danach ist wichtig, dass ihr nicht vorwärts lauft, sondern dass ihr die ganze Zeit seitwärts lauft. Sonst reißt der Lord wegen dem Speedboost direkt wieder ab. Dann könnt ihr ungefähr auf der Höhe einmal weghossen von der Lord-Gruppe, was die Sache wieder beschleunigt mit der SOH-Zeit. Lauft seitwärts bis mindestens zur Mitte vom Trench, aber ich würde eigentlich bis zum Tor laufen, wenn SOH reicht. Das sollte euch reichen. Und danach aktiviert ihr dunkle Flucht hier drüben. Das bringt euch dann zum Ausgangspunkt von SOH zurück. Und der Lord reist einmal durch Distanz. Und wenn ihr dann hier angekommen seid an eurem Ausgangspunkt, dann lauft ihr auch noch ein Stück vorwärts, sodass auch noch der zweite Abreißfaktor Geschwindigkeit gegeben ist. Dann bleibt der Lord da hinten stehen und der Rest der Gruppe rennt wieder zurück, wo der Lord gestanden war. Das ist der schnellste Weg. Alternativ kann man auch noch die Variante machen, wie sie standardmäßig im 3-3 gespielt wird. Man läuft rechts in den Trench rein, hat dann entweder einen Mesmer-Negro hinter sich, mit dem man arbeiten kann, dem man Rückruf gibt und der dort wartet, oder die 6-0 Standardvariante, man setzt sich dort sein SOH, wenn man eins dabei hat, läuft rechts rein, geht ganz normal zum Necrolord, host ihn an, achtet rechts auf die Patrouille, die muss man in diesem Fall dann durchlassen, wenn sie kommt. Man könnte sie zwar auch mitziehen, aber da ist keine Wand zum Blocken, was das Ganze etwas riskanter macht. Und dann zieht man einfach den Necrolord hinter bis zum Anfang vom nächsten Trench, sodass der Necrolord ungefähr in der Mitte des offenen Gangs steht, wo die gestrichelte gelbe Ellipse zu sehen ist. Wichtig ist, dass man nicht zu weit in den Gang reinzieht, sonst poppt man natürlich wieder die Gegner. Und wenn man das erledigt hat, dann springt man einfach wieder raus mit dunkler Flucht oder Recall. Und je nachdem, wenn man die Variante mit SOH gespielt hat, dann muss man noch darauf achten, dass man wieder seitlich läuft, sonst reißt der Lord zu früh ab. Jo, und dann bleibt der Lord dort stehen, wo jetzt der gelbe gestrichelte Kreis ist, und der Rest läuft wieder zum gelben Kreis zurück. Und damit habt ihr den Lord auch einzeln und könnt ihn dann in Trench reinpullen. Dann greift ihn einfach mit dem Bogen oder mit Dolchen an. Und der Mesmer Nico kann Empathie drauf machen oder die anderen Mesmer können den Lord ganz normal töten, wie sie sonst auch getan hätten. Allerdings ist diese Variante deutlich langsamer und ihr müsst auch auf zweimal pullen, warten bis die Gegner zurückgelaufen sind und so weiter, sodass ich auf jeden Fall die SOH-Variante empfehlen würde. Funktioniert immer und ist auch am schnellsten von allen. Der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal die andere Variante gezeigt. Ihr setzt euch draußen SOH oder setzt Rückruf auf den Mesmer Negro, lauft hier rein, Vorsicht Patrouille von rechts, entweder mitziehen oder abwarten, dann einfach vom Lord weghossen. Je nachdem, wenn ihr SOH habt, müsst ihr zeitlich laufen, sonst mit Rückruf könnt ihr auch ganz normal vorwärts laufen. Und dann zieht ihr die ganzen Gegner hier seitlich weg. So lange ungefähr bis hier, dass der Lord vorne in der Mitte vom Gang steht und hier, nicht zu weit hinter, sonst löst ihr aus Versehen den Gang aus. Und springt mit dunkler Flucht oder Rückruf wieder raus und dann habt ihr selber erreicht. Der Lord, wenn ihr ein Stück gelaufen seid, dass er sich erreißt, steht hier und der Rest der Gruppe läuft wieder hier zurück. Gut, die dritte Alternative wäre die folgende. Ihr lauft ganz normal bis hin zum Necrolord, zieht ihn dann auch ganz normal so lange, bis der ungefähr in der Mitte von diesem Gang steht. Und an der Stelle schmeißt ihr eure dunkle Flucht an und lauft vorwärts raus, zurück Richtung Cloverpool. Durch den Speedbuff der dunklen Flucht reißt normalerweise sowohl der Necrolord als auch die gesamte Gruppe, weil die aus Peinigern besteht. Dann könnt ihr ganz normal warten, bis der Rest zurückgelaufen ist, den Lord ziehen und töten. Ist aber einerseits auch langsamer als die SOH-Variante und andererseits besteht das Risiko, dass die Peiniger gesettelt sind und euch nicht abreißen, dann nehmt ihr die mit vor bis zur Stelle vom Cloverpool. Dann wäre es das Einfachste, ihr legt euch einfach sterben. Dann laufen sie sicher wieder zurück. Theoretisch könntet ihr natürlich einfach auf eine der Quallen klauen, die ziehen.
Wenn die Distanz weit genug ist, dann reißen sie euch auch. Wenn die Distanz leider nicht weit genug war, dann kriegt ihr wieder Probleme, weil die Gegner auch bis zu den Qualenklauen mitlaufen auf Cast Range und dann an der Wand rechts glitschen und gar nicht mehr weglaufen und dann muss die ganze Gruppe getötet werden. Das heißt, solltet ihr euch für diese Variante entscheiden und die Gegner reißen nicht, legt euch lieber sterben. Trotzdem besteht eben dieses Risiko des Nichtabreißens und außerdem ist die Variante auch noch langsamer. Deswegen würde ich unterm Strich trotzdem die SOH-Variante bevorzugen. Gibt also diese drei möglichen Varianten, aber die SOH-Variante ist in dem Fall die schnellste und sicherste. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch aber auch nochmal die Variante mit der dunklen Flucht. Da lauft ihr hier ganz normal rein. Dann wieder vorsichtig die Patrouille rechts. Die lasst ihr in dem Fall am besten einfach schnell durch, wenn sie euch im Weg steht. Da vorne steht dann der Necrolord. Schatten vom Hoch, gegebenenfalls weghossen und ganz normal vorwärts davonlaufen. Bis ihr ungefähr auf dieser Höhe seid. Dann ist der Lord hinten rechts an dem kleinen Eck und wenn ihr jetzt dunkle Flucht anwerft und weglauft, dann seid ihr nicht nur schneller, sondern auch die Distanz wird für einen Moment größer. Und dadurch ist einfach die Chance besser, dass der Lord abreißt. Dann lauft ihr bis ungefähr hierher, dreht euch um und ihr seht, der Lord bleibt stehen. Und der Rest läuft hier wieder zurück und ihr habt dasselbe erreicht wie mit den anderen Pulls. Unterm Strich würde ich trotzdem die SOH-Variante empfehlen. Die ist am sichersten und am schnellsten. Wenn ihr damit dann fertig seid mit dem Necrolord, dann wird er getötet von der Gruppe. Währenddessen könnt ihr hier schon mal zum Emo laufen, der da vorne steht, wegen der TK-Range, euch Bonds abholen. Und dann lauft ihr entspannt vor Richtung 6-0, habt normalerweise auch mehr als genug Zeit. Den ganzen Gang wieder hoch, wie ihr vom Cloverpool reingekommen seid. Und dann geht's da vorne weiter mit dem 3-3 bzw. 6-0, je nachdem welche Taktik ihr spielt. Dann fangen wir erstmal mit dem 6-0 an. Da habe ich euch mal wieder eine Übersicht von oben mitgebracht, über die Fläche, wo sich der ganze Teil abspielt. Und zur Orientierung habe ich euch erstmal die Standpunkte der ganzen NPCs und Ranken eingezeichnet. Oben neben dem 6-0-Schriftzug seht ihr den NPC, wo die Quest angenommen wird. Unten das Rechteck ist die Truhe und die sechs Kreise sind die sechs Ranken an den Stellen, wo sie um den Schlund des Grauens außen herum spawnen. Dann zur Positionierung der Spieler. Beim 6-0, deswegen heißt es so, wollen wir alle sechs Ranken gleichzeitig töten. Das bedeutet, MT und TK machen die hinteren rechten beiden Ranken und stehen in der Mitte von diesem Fleck der Bodentextur. IAU wirft sich einen Stein und steht links an der blau angezeichneten Position. Dann der MLK macht die untere rechte Ranke und der VOA die untere linke Ranke. Jetzt ist es so, auf der rechten Seite mit MT und TK stehen zwei Spieler. Da müsst ihr als Tank auch darauf achten, dass ihr euch genau auf euren Messer draufstellt, damit die Ranken, wenn sie schlagen, jeweils doppelten Schaden vom PI bekommen. Das eigentliche Töten übernimmt der TK. Ihr steht nur da, um quasi den PI-Damage zu erhöhen. Und nach zwei Schlägen jeweils sind sie tot. Und dann poppt dort, wo die Ranke war, jeweils eine Gegnergruppe auf, die ihr dann zum IMU hinterzieht. Der tankt das Ganze und da wird's gespiked. Das heißt also, ihr stellt euch erstmal hinten zum TK, bis die beiden Ranken tot sind, zieht die beiden Gegner vor in Richtung IMU. Während ihr das tut, wird der MLK die untere rechte Ranke töten, so dass ihr die gleich mitziehen könnt. Das heißt, während ihr ranlauft, tötet der MLK die Ranke, er hat sie vorher auf niedrigen Lebenspunkten gehalten, dass das schnell funktioniert. Dann poppt die dritte Gegnergruppe, die nehmt ihr auch noch mit und zieht sie zum IMO. Wichtig ist, dass ihr die Gegner ein kleines Stück rüberzieht, dass sie von der richtigen Seite ranlaufen und auch tatsächlich am IMO stecken bleiben, sonst laufen sie rechts einfach am IMO vorbei. Und während ihr das tut, tötet links der IAU die beiden Ranken hinten solo. Dazu wirft er sich einfach einen Stein, der gegebenenfalls auch vom IMO gebondet werden muss. Dazu kommen wir dann später noch. Damit hat er quasi auch den doppelten PI-Damage, wie wenn ein Tank bei ihm stünde. Der Stein stirbt dann und der IAU zieht entsprechend auch die drei Gruppen durch. Der VOA tötet vorne seine Ranke.
Und am Ende sind dann alle sechs Gegnergruppen auf dem Emo aufgebaut. Die Messmer stehen dahinter. Ihr als Tank stellt euch neben den Emo, damit ihr mitwallen könnt und die Gegner nicht so leicht durchlaufen. Und dann wird gespiked und der Veil ist abgeschlossen, dann kommt die Truhe. Dann gibt es noch eine weitere Taktik, die sogenannte 3-3-Taktik. Die wird oft von Anfängerteams oder unerfahreneren Teams gespielt, nimmt ein bisschen mehr Schaden mit und dauert dafür ein bisschen länger, weil sie weniger riskante Taktiken spielen. Unter anderem äußert sich das hier, wo quasi immer nur drei Ranken auf einmal getötet werden. Das heißt, es werden die drei Ranken auf der rechten Seite zuerst getötet und zum Emo gezogen. Und dann nochmal die drei Ranken auf der linken Seite. Das reduziert einfach das Risiko und natürlich auch die Geschwindigkeit. Die Ranken spawnen wieder an derselben Stelle. Truhe und NPC haben sich natürlich für die Quest auch nicht wegbewegt. Das einzige, was sich leicht ändert, ist die Position der Spieler. Ihr als MT steht am Anfang genauso wie im 6-0 auch mit dem TK hinten rechts, macht die hinteren beiden Ranken. Und diesmal macht der VOA die Ranke unten rechts. Man könnte es dann theoretisch auch dem Messmer Necro machen lassen, damit der VOA schon mal EOE stellt, aber normalerweise stirbt er sowieso nicht, von daher kann es auch direkt der Caller erledigen. Das heißt, für euch als MT ändert sich an der rechten Seite erstmal nichts und ihr macht die rechte Seite wie auch im 6-0, tötet die Ranken, zieht die hinteren Gruppen zusammen, wartet bis die vordere tot ist, zieht die mit und zieht hinter zum Emo. Das einzige, was sich für euch jetzt dann ändert, ihr macht jetzt die linke Seite auch noch mit. Das, was vorher der IAU im 6-0 gleichzeitig erledigt hat, macht ihr jetzt hinterher noch mit. Das läuft prinzipiell genauso ab wie rechts auch, nur eben gespiegelt. MT und TK hauen wieder die hinteren beiden Ranken um. Der Caller haut dann die vordere Ranke wieder um. Und dann zieht ihr als MT einfach die linken Gruppen allesamt auch wieder auf den Emo drauf. Spiegelverkehrt, genau wie ihr es auf der rechten Seite auch gemacht habt. Die zweite Gruppe wird auch gespiked und dementsprechend ist auch dann der Veil erledigt und ihr habt alle Gegnergruppen getötet, eben nur auf zweimal statt auf einmal. Außerdem könnt ihr beim 3-3 alternativ auch auf der linken Seite anfangen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie ihr als Tank vom Questgeber beim Annehmen möglichst schnell rüber auf eure Position kommt, sodass ihr den ersten Schlag der Ranken auf jeden Fall noch mit abbekommt, um den doppelten PI-Damage zu gewährleisten. Der einfachste Fall ist, ihr benutzt Hoss und DC. Das heißt, ihr hosst einfach einmal vom Questgeber weg, die sieht auf die Ranke, dann könnt ihr noch ein Stück reinlaufen und seid schon da. Hat einerseits den Vorteil, ihr könnt das auch machen, wenn ihr mit Jumlat spielt statt mit SOH. Und ihr habt außerdem noch euer Recall übrig, den ihr hinten vorab auf Emo packen könnt. Dann könnt ihr, falls ihr irgendwo mal Stuck seid, einfach wieder rausspringen, ohne zu sterben. Außerdem ist auch Hoss sehr schnell wieder aufgeladen, nur DC dauert eventuell ein bisschen. Alternative, wenn ihr mit SOH spielt, ihr könnt euch natürlich direkt links auf der MT-Position den SOH setzen und dann hinspringen. Ist auch sehr einfach und ihr habt ebenfalls den Recall wieder übrig, hat aber den kleinen Nachteil, dass ihr eben die SOH-Dark-Escape-Kombination nicht mehr übrig habt. Wenn ihr merkt, dass euch hinten irgendwas abreißt, dann könnt ihr eben nicht noch so einfach mal schnell umdrehen, SOH setzen und wieder zurück. Aber im Regelfall funktioniert die Methode ja auch ganz gut. Das einzige, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, ist Recall auf den TK zu machen. Denn da könnt ihr zwar auch einfach zum TK springen, aber ihr habt eben kein Backup mehr übrig, falls ihr zum Beispiel entweder stuck seid oder zum Beispiel euch dann im 6-0 der IAU zu früh hinten durchzieht und ihr nicht mehr reinkommt. Das zeige ich euch dann auch gleich noch, was man da am besten macht. Das heißt, am einfachsten entweder die Host-DC-Methode oder auch die SOH-Methode funktioniert meistens auch recht gut. Außerdem solltet ihr dann bei beiden Taktiken generell noch beachten, dass ihr euch gemeinsam mit dem Messmer nicht allzu nahe an den Rand von diesem Schlund des Grauens unten ranstellt, denn die Gruppen von den hinteren beiden Ranken können sehr nahe in der Mitte spawnen, sodass ihr dann Split-Aggro bekommt mit dem IAU, wenn ihr 6-0 macht. Und dann reißen die Gruppen hinten meistens ab, wenn ihr nicht sofort reagiert und habt Split-Aggro, dementsprechend etwas Abstand halten. Und auch die Punkte sind so eingezeichnet, dass ihr nicht ohne weiteres Split-Aggro bekommt hinten. Sind im Aggro-Bereich von beiden Ranken, das heißt ihr könnt normal spiken, aber ihr habt eben etwas Abstand zu den spawnenden Gruppen. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Nähe an.
Am besten macht ihr also zuerst Rückruf hinten auf euren Emo, dann könnt ihr bei Bedarf rausspringen und nehmt einfach eine der anderen Taktiken, Post DC oder SOH, um an die Position schnell hinzukommen, oder rechts reicht euch einfach ein Hoss. Dann wäre quasi das hier die Position, wo ihr nachher steht. Wenn ihr rechts anfangt, geht hoch, nehmt die Quest an, Hoss dann direkt einmal vom NPC weg, schaut vorher, dass alle richtig stehen. Dann landet ihr eigentlich direkt hier. Dann spawnen rechts und links von euch die Ranken. Ihr wartet, bis sie getötet worden sind. Gegebenenfalls Schattenform und dunkle Flucht hoch, um den Schaden zu reduzieren. Dann kommen rechts und links die Gegnergruppen. Ihr lauft rechts hin. Achtet darauf, dass ihr vorne keine Split-Aggro zieht. Zieht dann durch. Und ungefähr auf der Höhe hier dann auch IAU, damit ihr nicht gekrüppelt oder genockt werdet. Jetzt wird dann vorne die Ranke getötet. Die Gruppe hier nehmt ihr dann auch noch mit, die spawnt und lauft hoch und zieht durch zum Emo. Gegebenenfalls auch Recall lösen, falls ihr gesnackt worden seid. Oder ihr könnt auch rechts den Trench runterlaufen, wenn ihr es nicht mehr reinschafft mit einem IAU, der von rechts kommt. Und dann einfach Recall lösen, sonst stellt ihr euch hier oben neben den Emo und ihr steht da einfach ein kleines Stück daneben. Oder ihr lauft eben einmal rechts runter in Trench, nicht zu weit, um den nicht zu poppen da vorne. Und dann springt ihr einfach mit gelösten Rückruf hier hoch zum Emo und steht dann auch wieder richtig neben dem Emo und das kann gespiked werden. Gut, wenn das dann erledigt ist, dann könnt ihr euch vorne erstmal entspannt die Truhe holen. Auf dem Weg dahin eventuell schon Rückruf auf einen, der nachher nicht hochspringt, Crawler oder auch MLK. Das erkläre ich dann nachher im Gloom nochmal, wenn es soweit ist. Und dann müsste ich hier als nächstes den Gloom Trench auslösen im 6.0. Noch im 3.3 hat es der TT schon gemacht für euch. Gut, dann einmal der Gloom Trench von oben, damit ich euch zeigen kann, wo genau der Trench poppt. Also die Gegnergruppen vorne und hinten erscheinen, wie weit ihr da reinlaufen könnt. Die genaue Grenzlinie habe ich euch mal eingezeichnet. Die findet ihr ganz einfach, indem ihr euch an einem bestimmten Zahn unten im Trench orientiert. Der ist auch markiert, das sieht man dann gleich aus der nahen Perspektive besser. Das heißt, sobald ihr diese gelbe Linie überschreitet, poppen vorne und hinten die Gegnergruppen. Und bevor ihr das tut, solltet ihr sicherstellen, dass ihr bereit seid. Die gesamte Gruppe im 3.3 könnt ihr einfach durchlaufen, da hat es die TT schon gemacht. Im 6.0 zieht dann hinten der TK die Gruppe weg und ihr die zwei vorderen zusammen. Das machen wir dann auch gleich noch. Und da müssen halt alle schon im Trench sein, bevor ihr damit loslegt. Und hier das Ganze nochmal aus der Nähe, so wie es dann aussieht, wenn ihr auch tatsächlich reinlauft. Da habe ich euch auch nochmal die Linie eingezogen und den entsprechenden Zahn markiert, sodass ihr genau sehen könnt, wo die Grenze ist. Gut, dann müsst ihr jetzt den Gloom Trench freiziehen. Das Ganze läuft so ab. Erstmal wieder die Grenzlinie mit Grenzzahn in der Mitte eingezeichnet. Sobald ihr die überschreitet, kommen die beiden gelben Gruppen Pop 1 und Pop 2 hinten an den beiden Enden des Trenches und tauschen Plätze. Der TK ist dann für das hintere Pop 1 verantwortlich, indem er die Gruppe von oben mit dem Langbogen zieht. Sein Standpunkt ist auch eingezeichnet. Und hier den Hügel ein Stück hochlockt, dadurch wird die Gruppe einfach ein bisschen verzögert, was den anderen Zeit gibt, vorne die beiden Gruppen zu töten und weiter zu laufen. Der Rest der Gruppe wartet dann ungefähr in der Mitte, kurz hinter dieser Grenze, damit er nicht von einer der beiden Pop-Gruppen aggro zieht. Und der Main Tank schnappt sich vorne die Gruppe Pop 2 und zieht sie auf die Patrouille drauf. Die läuft hinten zwischen dem Punkt, wo Pop 2 auftaucht und dem Grenztor hinten zum Gloom immer hin und her. Das heißt, als Main Tank schnappt ihr euch diese beiden Gruppen, Pop 2 und Patrouille, zieht sie auf einen Haufen. Die zieht nach Möglichkeit auf einen Fernkämpfer oder Paragon, damit der nicht mehr auf der Mitte steht. Wenn es zwei sind, sucht ihr euch einen aus. Dann habt ihr hinten einen schönen Pull, der wird gespiked. Der TK recallt raus und in der Zeit, wo das Pop 1 hinterläuft, wieder runter den Weg, den es raufgezogen wurde und hinter Richtung Pop 2 habt ihr schon hinten die Gruppe getötet und könnt durchlaufen Richtung Gloom. Das heißt, die Pop 1 wird dann gar nicht getötet und bleibt einfach im Gang hinten stehen, da wo dann die Pop 2 aufgetaucht ist. Gut, dann das Ganze nochmal von nahem.
Ihr lauft rein in den Gloom Trench, könnt als erstes checken, dass ihr Rückruf drauf habt, hilft das 5 Schadensreduzierung und nachher zum Springen. Dann seht ihr hier rechts nochmal den Grenzzahn und hier die Grenzlinie. Sobald ihr die überschreitet, poppen dann die Gruppen, also sicherstellen, dass hinten alle drin sind im Trench und der TK steht. Wenn ihr dann hier seid, poppt vorne und hinten die Gruppe und links die Peiniger, dann lauft ihr nach vorne durch. Schnappt euch aus der vorderen Gruppe am besten einen Fernkämpfer oder Paragon, die sieht drauf und zieht das Ganze auf die hintere Gruppe, ihr auch nicht vergessen. Dort angekommen, nehmt ihr dann ihr U-Dunkle Flucht, eventuell Schattenform hoch, wird gespiked und dann könnt ihr nach vorne weiterlaufen. Gegebenenfalls kann es passieren, dass die POP-2-Gruppe hinterm Tor ganz oder teilweise spawnt. Da gibt es dann nochmal ein eigenes Video dazu und es wird auch im Teil 4 noch genauer erklärt, was man dann macht. Und es kann auch noch passieren, dass irgendjemand doch mal nicht richtig steht. Dann müsst ihr das ganze Turtle in den Gang, aber auch das machen wir dann im Teil 4 näher, wie man das dann richtig macht. Und spätestens jetzt auf dem Weg würde ich dann schon mal Rückruf auf den Caller oder MLK packen. Braucht ihr dann nachher, wenn ihr die nächste Gruppe wegzieht, dass ihr wieder zurückspringen könnt. Gut, dann den nächsten Pull erstmal aus der Vogelperspektive. Zuallererst, wenn ihr reinkommt, seht ihr vorne bei der gelben Ellipse jede Menge NPCs und Gegner stehen. Und sobald jemand hinläuft, löst er die aus, die bekämpfen einander. Die Gegner töten die NPCs und die Gegner setteln. Dazu siehe auch Teil 1, da ist das genauer erklärt, wie das funktioniert. Und als allererstes sucht ihr euch ein Gruppenmitglied, von dem ihr links beim blauen Pfeil die Wand hochhausen könnt. Dann lasst ihr den Emo und den Monk springen. Der Emo muss dann für den TT schon mal die Erdpeiniger abfangen und der Monk hinten auslösen. Das ist auch in den jeweiligen Videos genauer erklärt. Wenn ihr dann oben seid, dann müsst ihr spätestens dann den Rückruf auf ein Gruppenmitglied unten machen, meistens Caller oder MLK. Dann lauft ihr vor, wartet bis die Gruppe bei der gelben Ellipse vorne gesettelt ist und zieht sie hoch zur orangenen Ellipse. Wichtig ist, dass es sie ein gutes Stück hochzieht, ungefähr so wie es da eingezeichnet ist, dass nachher der Trench Tank hier auch wieder runterhausen kann und die Quests ein bisschen schneller annehmen. Gut, dann hier den Hoss nach oben erstmal aus der Nähe. Da habe ich euch mal das Gamma ordentlich hochgedreht, damit ihr auch vernünftig die ganzen Bodentexturen und den Boden selber sehen könnt. Und zwar der Hoss funktioniert, wenn ihr bei der gelben Linie schön an der Wand steht. In diesem Bereich funktioniert er optimal, da ist die Wand besonders dünn, also oben der Hügel besonders nahe dran. Das heißt, ihr selbst stellt euch einfach irgendwo auf die gelbe Linie und sucht euch ein Ziel, was direkt hinter euch steht, zum Beispiel da, wo jetzt die gelbe Ellipse ist aus der eigenen Party. Und dann könnt ihr von diesem Ziel aus entspannt die Wand hochhossen, den Monk und den Emo noch mit ihrer Ebonflucht hochspringen lassen. Besonders Emo oben absetzen ist sehr wichtig, weil der Trench Tank normal zu dieser Zeit schon die Cave ausgelöst hat und der Emo die erste Erdpeinigergruppe abfangen muss. Sollte ihr mal viel zu spät sein, könntet ihr das zwar machen, aber ihr müsst eigentlich den Weg freiziehen für die Mesmer, die keinen Skill zum Hochspringen haben. Gut, wenn ihr dann hochgesprungen seid, landet ihr hier oben. Die Gruppe da oben links, die steht normalerweise noch da unten, die habe ich jetzt bloß mal weggezogen. Dann vergewissert ihr euch, dass ihr noch einen Rückruf drauf habt, am besten Caller oder MLK, die noch unten stehen. Lauft runter, schnappt euch hier vorne die Gruppe, wenn sie gesettelt ist. Dann dreht ihr euch um, zieht ihr hier hoch, währenddessen läuft euer Recall-Target und die anderen Messmer dahinter. Und von hier aus seht ihr jetzt nochmal die Hossstelle ganz gut. Das ist dieser Bereich hier, wo nachher der TT runterhossen möchte, das heißt die Gegner sollten da davor stehen. Dazu zieht ihr bis ungefähr hierher und dann könnt ihr euren Rückruf lösen und der befördert euch dann dahinter in Richtung eurem nächsten Ziel. Da geht's dann gleich weiter. Gut, wenn ihr dann euren Rückruf gelöst habt, dann landet ihr ungefähr hier. Dann lauft ihr einfach nach vorne weiter. Links kommt die Cave. Und vorne sind dann die Erdpeiniger abzufangen. Die ersten macht der Emo, die zweiten ihr. Da steht euch erstmal eine Gruppe im Weg, da könnt ihr links dran vorbei. Da spawnen aber auch Gegner, wenn die Cave schon ausgelöst ist, oder ihr könnt rechts durch. Das ist langsam, aber da spawnen nix.
Aber wenn ihr euch mit den Gruppensicherheiten des Timing kennt, da gibt es auch ein Video zu, dann könnt ihr links entspannt durch, gegebenenfalls Schatten formen via U-dunkle Flucht und das Zeug reißt euch auch wieder ab. Dann lauft ihr erstmal hier rüber an dieses Eck und wartet da, bis der Emo die erste Gruppe Erdpeiniger genommen hat, die wird gespiked. Und wenn die tot ist, lauft ihr rein, gebt dann unterwegs dem Emo einen Rückruf und kriegt ein paar Bonds von ihm. Und dann lauft ihr hier ganz rein bis in dieses Eck. Da spawnt dann noch eine Gruppe mit einem Fleischpeiniger, einem Herzpeiniger und einem Erdpeiniger, ungefähr hier. Die fangt ihr ab, die sieht dann auf den Herzpeiniger, wartet bis alles still steht, dann wird es gespiked und in der Zwischenzeit ist euer Emo schon hier vorgelaufen. Wenn es fertig ist, löst ihr euren Rückruf und geht Richtung Rift. Da habt ihr dann gleich einen Solo-Teil gemeinsam mit Emo und Monk. Aber das machen wir dann, wenn wir da sind. Gut, wenn ihr euren Rückruf gelöst habt, dann landet ihr ungefähr hier. Da vorne seht ihr jetzt schon mal den Rift. Ich habe nämlich mal den Campfog ausgeschalten, dann seht ihr besser im Gloom. Und diesen Riss, der muss jetzt im nächsten Schritt gekappt werden mit der Quest, die dann der Trench Tank hinten in der Cave annimmt. Das heißt, ihr stellt euch hier drunter. Und sobald ihr da nah genug dran seid, erscheint dann links nachher so ein Balken, rot, der leer läuft. Und wenn er leer ist, dann ist der Riss entsprechend geschlossen worden. Gut, dann hier erstmal ein Übersichtsbildchen aus der Vogelperspektive davon, was dann alles am Riss gleich passieren wird. Ihr seht schon mal, der Tank steht knapp hinter dem Riss. Warum, seht ihr dann gleich noch. Und Emo und Mönch machen sich's rechts unter einem der beiden Vorsprünge, entweder unter dem großen oder auch unter dem Pilz gemütlich. Dazu siehe entsprechendes Video. Denn da kommen dann bald jede Menge Pop-Ups und da sollten die beiden keine Aggro davon ziehen. Die Pop-Ups zieht ihr dann weg, währenddessen cappen Emo und Duar den Rift, aber all das passiert erst, wenn die Cave fertig gespiked ist und der Trench Tank dann hinten die nächste Quest annimmt, also wenn er die Belohnung abgegeben hat und die Quest annimmt. Wenn er das dann getan hat, dann erscheinen erstmal eine ganze Menge Gegner, nämlich eine Gruppe Wasserpeiniger hinter euch, vorne links vor euch eine große langgezogene Gruppe, das sind eigentlich zwei Gruppen, aber es sieht wie eine aus, daneben links noch eine Gruppe und davor noch eine weitere Gruppe. Das sind erstmal die Gruppen, die ihr alle wegziehen müsst, damit Emo und Ua zum Riss hin können. Und vergesst die Gruppe Wasserpeiniger hinten nicht, die wird gerne vergessen und läuft dann rein und tötet Emo und Ua, die müsst ihr also unbedingt mitnehmen. Zum Cappen an sich laufen Emo und Ua dann zu den beiden roten Qualenklauen rein und töten die vordere der beiden Qualenklauen, damit sie quasi einen Pfeil mehr haben, weil es jetzt zwei sind und die andere Qualenklaue steht nicht im Riss drin. Und würden dann anfangen, den Rift zu cappen. Die entsprechende Fläche habe ich euch mal mit einer grünen Ellipse eingezeichnet. Ungefähr dieser Bereich ist dazu geeignet, wenn man drin steht, dass man den Rift cappen kann. Ganz so einfach ist es aber noch nicht, denn sobald jemand reinläuft und anfängt, den Rift zu cappen, poppt da vorne in rot eingezeichnet eine Gruppe Fleischpeiniger auf. Die läuft dann direkt zum Rift rein und würde normalerweise Emo und Ua töten, wenn die da noch am Rift stehen und vor sich hin cappen. Dementsprechend müsst ihr als Tank sicherstellen, dass ihr, während ihr die Gegnergruppen wegzieht, einmal durch die beiden Qualenklauen durch die Cap-Area durchlauft und ganz kurz anfangt, den Rift zu cappen, dass also der rote Balken auftaucht, denn dadurch spawnt dann vorne die Fleischpeinigergruppe, die fangt ihr dann gleich noch mit ab, die läuft euch gleich entgegen und zieht sie auch mit weg, sodass dann Emo und Ua erstmal für eine gewisse Zeit ungestört cappen können. Später poppen dann noch Erdpeiniger, wenn man so zwei Drittel fertig ist mit cappen, aber das machen wir dann gleich noch. Zuerst mal euer Laufweg als Tank. Als allererstes müsst ihr sicherstellen, dass ihr Rückruf auf dem Emo habt, dass ihr nachher wieder rauskommt. Dann, wenn ihr bereit seid und der Cave Spike abgeschlossen ist, seht ihr an der Messagebox und den ganzen Drops. Dann zieht ihr euch einen Schleier hoch, pingt eure Schattenform, dann nimmt der Trench Tank die Quest an, die nächste, und gibt vorher die alte Belohnung ab. Dadurch poppen dann die ganzen Gegnergruppen. Dann schnappt ihr euch erstmal hinter euch die Wasserpeiniger.
Lauft vor zum Rift und wichtig an der Stelle müsst ihr dann einmal durch die Cap Area durchlaufen, also zwischen den beiden Quallen klauen, um vorne die Fleischpeiniger auszulösen. Dann kommen euch die drei gelben Gruppen links und die Fleischpeiniger von vorne entgegen. Die drei sammelt ihr alle ein und zieht erstmal nach links. So, an der Stelle ist es jetzt wichtig zu wissen, dass es viele Gegner gibt, die euch die Schattenformen unterbrechen können. Das sind die Geistpeiniger, also die Waldis, und die Vernunftpeiniger, also die Paras. Und außerdem kommen später noch Erdpeiniger dazu. Und es sind auch schon ein paar am Anfang drin, die euch die Schattenformen wieder runterziehen können. Deswegen wollt ihr quasi die 75% Blockchance vom Schleier, Lebenspunkte unter 50% und der UA darf nicht sieden. Und ihr solltet aber auch trotzdem nicht lange stehen bleiben. Das heißt, wenn ihr die drei gelben Gruppen und die Fleischpeiniger eingesammelt habt, dann braucht ihr so langsam mal eine frische Schattenform. Und je nachdem, wie lange eure Schattenform noch gehalten hat, das hängt so ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem wie schnell der Trench Tank seine Quest annimmt, wie lange ihr das schon vor dem Dialog gecastet habt und so weiter, könnt ihr dann an zwei verschiedenen Stellen eine sichere Schattenform durchbringen. Einmal links hinter dem Auge, wo optional SF eingezeichnet ist. Dieses Auge ist projektilundurchlässig, das heißt also, wenn ihr die Fernkämpfer auf der einen Seite vom Auge positioniert und euch gegenüber auf der anderen, dann könnt ihr entspannt eine Schattenform casten, ohne dass euch die Waldis und Paras unterbrechen können. Ihr solltet aber erst im letzten Moment reinlaufen und direkt die Schattenform casten, damit euch dann nicht nachher die Erdpeiniger die Schattenform wieder runterziehen können, wenn sie Adrenalin aufbauen. Alternativ, das ist der normale Weg, wenn ihr etwas mehr Zeit habt, lauft ihr einmal links den Hügel hoch, host dann runter von diesem Hügel und caste direkt danach eine frische Schattenform. Das bewirkt, dass die ganzen Fernkämpfer außenrum den Hügel hinten runterlaufen müssen und in der Zeit können sie euch nicht unterbrechen und bis sie unten sind und wieder in Reichweite wären, habt ihr eure Schattenform schon durch. Wenn ihr das dann erledigt habt, dann lauft ihr diesen Hügel unbedingt wieder hoch, denn wenn Emo und UA den Rift so zu zwei Drittel ungefähr gekappt haben, dann macht sich eine Gruppe Erdpeiniger, die oben links auf dem Hügel spawnt, auch auf dem Weg Richtung Rift und die solltet ihr zumindest noch kurz verzögern. Und dann könnt ihr aber auch rausspringen und Cappen mithelfen. Dann haben die ganzen drei Balken und ihr schafft es rechtzeitig, bis die Erdpeinigergruppe da ist. Die würde ich aber gerade, wenn Emo und Wuhan noch unerfahren sind, eher abfangen und vielleicht doch nicht früher rausspringen, sondern warten, bis der Rift zu ist. Alternativ könnt ihr natürlich, wenn ihr euch sicher seid, dass beim Cappen alles klar geht, schon ein bisschen früher rausspringen und mit dazu helfen. Wichtig ist, dass ihr den Hügel sofort wieder hochlauft, denn es passt vom Schattenform-Timing ziemlich genau. Wenn alles verzögerungsfrei läuft und ihr quasi kurz vor Annahme der Quest eine frische Schattenform gecastet hattet, dann könnt ihr gerade unten am Hügel eine neue nachcasten, hochlaufen und dann laufen euch direkt die Erdpeiniger entgegen. Wenn ihr dann soweit fertig seid mit Cappen oder auch ganz kurz vorher, dann löst ihr euren Rückruf, springt raus zu UA und Emo auf den Rift, helft eventuell das letzte bisschen noch zum Cappen mit und dann könnt ihr in Richtung der Fleischpeiniger einfach wieder rauslaufen, dann ist der Riss entsprechend geschlossen. Dann das Ganze nochmal aus der Nahperspektive. Ihr stellt euch also hierher, hinter euch spawnt dann gleich die Gruppe Wasserpeiniger. Das heißt, ihr castet, sobald der Dialog kommt, frische Skills hoch, vor allem Schattenform, lauft einmal durch, hier dann ungefähr IAU, dann lösen vorne die Fleischpeiniger aus, ihr nehmt die ganzen Gruppen mit und je nach Schattenform-Timing, wenn es knapp ist, könnt ihr euch dann hier hinter dieses Auge stellen und da eine sichere Schattenform casten. Wenn ihr alles in diesem Winkel rangezogen habt, dann steht ihr jetzt hinter diesem Auge und die ganzen Unterbrecher, Fernkämpfer da drüben. Das Auge ist projektilundurchlässig, das heißt, ihr könnt hier in Ruhe casten, lasst euch aber nicht zu viel Zeit, damit die Erdpeiniger kein Adrenalin aufbauen. Und ansonsten, wenn die Schattenform noch lang genug war, was normalerweise der Fall ist, dann lauft ihr hier einmal diesen kleinen Hügel links hoch,
Sucht euch im Laufen schon mal ein Ziel direkt hinter euch und hostet dann hier einmal den Hügel runter. Wichtig ist, Ziel direkt hinter euch, sonst landet ihr irgendwo und der Host funktioniert nicht. Ich laufe jetzt gerade einmal runter. So, dann landet ihr ungefähr da unten. Und ihr seht, ihr könnt hier jetzt dann gleich eine sichere Schattenform casten, weil der Hügel da hinten noch so einen kleinen Ausläufer hat. Und wenn die Gegner euch jetzt unterbrechen wollen, dann seid ihr außer Reichweite und die müssen quasi erst einmal da hinten rumlaufen um diesen Ausläufer, bis ihr euch dann von da aus wieder unterbrechen können. Und in der Zeit habt ihr eure Schattenform schon durchgekriegt. Wenn das erledigt ist, dann lauft ihr einfach diesen kleinen Hügel wieder hoch. Da oben spawnt dann gleich eine Gruppe Erdpeiniger, die ihr noch abfangen müsst. Frisches IAU, eventuell noch dunkle Flucht. Dann könnt ihr nämlich gleich rausspringen mit Rückruf und noch gar Cappen helfen, beziehungsweise gleich laufen, je nachdem. Ihr löst euren Rückruf, der bringt euch darüber zu Emo und IAU, zum Riss. Gegebenenfalls wartet ihr noch gar, bis der Balken voll ist und der Riss gekappt ist. Und wenn das dann alles soweit erledigt ist, dann könnt ihr einfach direkt nach vorne in diese Richtung wieder rauslaufen. Da geht es dann zum Todbringer-Spike. Ihr urdunkle Flucht, dann reißen die ganzen Peiniger hinter euch auch besser ab und ihr seid nicht mehr verkrüppelt. Dann könnt ihr euch in dem Bereich hier ungefähr gleich ein SOH setzen. Da werden nachher die Dunkel spawnen für den nächsten Spike. Dann lauft ihr hoch zu den Todbringern. Da ist nämlich nichts drin, was euch die Haltung runterziehen kann. Stellt euch hier bis dahin, wartet bis die NPCs getötet haben. Da in dem Bereich spawnen sie. Wenn der Trench Tank die Quest annimmt, dann frische Schattenform hoch. Ranlaufen. Wichtig, dann unbedingt auf Cast Range stehen bleiben und dann erst rein die ziehen, sonst laufen euch die Gegner entgegen und in die Messma rein. Da steht auch schon EOE und alles, dementsprechend unbedingt auf Cast Range reinspringen. Dann hier drin, IAU dunkle Flucht, beziehungsweise wenn ihr SOH habt, natürlich keine dunkle Flucht. Dann werden sie gespiked und wenn sie tot sind, dann springt ihr raus mit dunkler Flucht und landet genau hier beim Dunkelspawn. Da kommt jetzt dann, sobald der Trench Tank die Quest angenommen hat, das große Dunkel und wenn ihr euch dem nähert, nochmal zwei weitere Dunkel. Das sind dann insgesamt drei Wellen. Am Anfang drei Dunkel, dann fünf Dunkel und dann 60 Erdpeiniger, die dann alle gespiked werden müssen. Und wie das genau funktioniert zum Ranpullen, das schauen wir uns jetzt an. Ihr habt dann also hier unten die Dunkel-Aggro. Zur Orientierung habe ich nochmal die Minimap eingeblendet. Und ihr habt noch dunkle Flucht drauf vom Rausspringen, das heißt, ihr müsst seitwärts ziehen. Und ihr wollt quasi die Dunkel an den Fuß von diesem Hügel hier da unten hinstellen, da wird es oben ein bisschen breiter. Dazu lauft ihr einmal seitlich hoch, bis ihr genau bei diesem Busch da seid. Den habe ich auch nochmal markiert für euch. Wenn man ein Stück zur Seite läuft, erstmal das Gamma ein bisschen hochgedreht, dass man die Büsche überhaupt vernünftig erkennen kann. Und dann habe ich euch den richtigen Busch hier nochmal mit einem roten Pfeil markiert. Das heißt, so die zweite Spitze von vorne von diesem Busch hier. Wenn ihr euch genau da drauf stellt, also ein kleines Schrittchen weiter links, als ich jetzt im Screenshot stehe, dann stehen die Dunkel perfekt am Fuß von diesem Hügel. Und dann könnt ihr wieder nach vorne pullen, so dass ihr dann quasi später gemeinsam mit dem Emo vorne eine Linie zum Buddyblocken macht, dass die Erdpeiniger, die dann in der dritten Welle poppen, nicht durchkommen. Dazu lauft ihr hier vor und stellt euch einmal auf diese Zacke. Auch da habe ich mal wieder das Gamma hochgedreht, dass ihr überhaupt die Bodentextur vernünftig erkennen könnt. Und die entsprechende Zacke mit einem roten Pfeil angezeichnet. Das heißt, wenn ihr euch ganz genau auf die Spitze dieser Zacke draufstellt, also ein kleines Schrittchen weiter links, als ich jetzt im Screenshot stehe, dann steht ihr zum Blocken der Erdpeiniger perfekt. Und der Emo steht dann rechts neben euch, so in der Verlängerung dieses Busches, also ungefähr hier. Hier mal wieder das Gamma hochgedreht, damit man es vernünftig sehen kann. Dann habe ich euch einmal in gelb gestrichelt die Verlängerung von dem vorderen Busch angezeichnet. Und auch in gelb gestrichelt die Linie, auf der der Tank steht mit der Zacke. Und wenn ihr die zwei schneidet, dann seht ihr, dass der Emo genau da rechts neben euch stehen muss. Und diese Breite ist gerade so schmal genug, dass die Erdpeiniger nicht in der Mitte durchpassen und der Bodyblock perfekt steht.
Der Vollständigkeit halber stelle ich mich nochmal dahin, wo der Emo stehen soll. Aber ich denke, das ist jetzt soweit klar. Ich habe auch nochmal beide nebeneinander gestellt, so dass ihr es beides in einem Bild sehen könnt, wo Tank und Emo stehen, Tank links, Emo rechts. Und dann ist gewährleistet, dass in der Mitte nichts mehr durchkommt. Und wenn ihr das dann erledigt habt, dann lauft ihr einfach nach vorne durch, in Richtung Truhe. Gloom ist erledigt und ihr könnt euch in Ruhe die Truhe holen. Die spawnt dann genau hier, wo ich jetzt stehe. Und sobald ihr das erledigt habt, lauft ihr einfach vor in Richtung Foundry, wo es dann mit dem nächsten Gebiet weitergeht. Unter Umständen hat der TT noch ungefähr hier dann seinen SOH gesetzt, weil er einfach Zeit hatte, bis ihr mit Erdpeinigern fertig wart und die Truhe gespawnt ist. Dementsprechend lohnt es sich immer, sich mit dem TT abzusprechen, dem eventuell einen Recall zu geben, dann könnt ihr schon eine Kompassreichweite Richtung Foundry springen. Macht alles ein bisschen schneller und ihr müsst nicht so weit laufen. Wobei es sowieso auch immer Spieler gibt, die keinen Jump dabei haben, wie Connor und MLK, die dann sowieso laufen müssen. Das heißt, insgesamt wird es dadurch nicht schneller, wenn nicht alle einen Jump dabei haben. Aber ihr spart euch halt ein bisschen Laufweg. Und dann geht's in der Foundry weiter. Gut. Vor der Foundry könnt ihr erstmal die Quest vom Hauptmann annehmen. Ihr seid eh einer der schnellsten mit euren Jumps auf dem Tank, habt Zeit und könnt dann später schön als Backup arbeiten. Und gegebenenfalls noch Lichtbringer, Kopfgeld und dann geht's in den ersten Raum rein. Im ersten Raum gibt's dann zwei Gruppen. Die erste Gruppe ist Margonita. Und da wollt ihr als erstes mal ohne Schattenform reinspringen, wenn ihr halbwegs erfahrene Spiker habt. Ganz einfach deswegen, damit die Spiker schön mit Argwohn arbeiten können und die Gruppe ein bisschen schneller fällt. Und solltet ihr da sterben, ist auch nicht weiter schlimm. Ihr könnt ihr U-Dunkle Flucht hochnehmen. Dann ist es echt schwierig, da zu sterben. Und wenn ihr doch sterbt, dann hebt euch der UA auf und fertig. Also keine große Sache. Die erste Gruppe spawnt dann ungefähr hier vorne. Und da gibt es dann drei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diese Gruppe angehen könnt. Der erste Weg ist, ihr habt Jumla dabei statt SOH. Dann sucht ihr euch einfach den Margonita Anur Wu raus. Das ist einer der Nahkämpfer. Der neigt dazu, dass er besonders gerne rausläuft, ein Stück, wenn ihr reingesprungen seid mit DC. Selbst wenn ihr auf Cast Range gesprungen seid. Und knockt den einfach. Das heißt quasi, während ihr reinspringt mit DC gleichzeitig Jumla auf den Wu. Dann bleibt der schön entspannt drin stehen und es kann direkt gespiked werden und die Messmer können auch ganz nah an der Gruppe dran stehen, ohne dass viel passiert. Allerdings spielt ihr ja normalerweise mit SOH statt Jumlat, wenn ihr nach diesem Tutorial spielt. Und dementsprechend gibt es auch mit SOH zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, ihr wartet, bis die Gruppe zusammengelaufen ist und stillsteht. Dann stellt ihr euch einfach ganz nah ran, nehmt das C-Target und springt aus dem Stand von Cast Range aus rein und steht. Wichtig ist, dass ihr wirklich aus dem Stand springt, von der Cast Range aus, weil wenn ihr reinlauft und DC auslöst, dann lauft ihr unter Umständen ein Stück zu weit rein und dann läuft euch der Wu wieder entgegen, wenn ihr ein Stück in Aggro kommt, bevor ihr reingesprungen seid. Und auch so kann es passieren, dass der Wu noch ein ganz kleines Stück entgegenläuft, selbst wenn ihr auf Cast Range reingesprungen seid, aber das ist minimal. Allerdings müsst ihr beachten, dass wenn die Gruppe gerade zusammenläuft, sich das C-Target öfter mal ändert. Das heißt, ihr solltet wirklich entweder öfter C drücken oder halt erst wenn die Gruppe stillsteht, das C-Target aussuchen, dann auf dieses Target springen. Und auch nicht zu lange brauchen, weil sonst deballt die Gruppe schon wieder und sie läuft euch direkt entgegen. Es muss also relativ schnell gehen. Wenn ihr seht, dass sie kurz vorm Ballen ist, lauft ihr nahe ran, sucht euch schon mal das C-Target. Wenn sie dann geballt ist, nochmal checken, dass das C-Target passt, die sie rein. Und hier steht richtig und der Ball kann dann auch direkt gespiked werden. Trotzdem sollten ihm erstmal ein paar Schritte Abstand halten, falls der Wunschstück rausläuft, dass sie nicht direkt Aggro bekommen. Und Methode 3, ebenfalls mit SOH. Da könnt ihr euch zunutze machen, dass die Magos, wenn ihr zu schnell lauft, abreißen. Und dann quasi anfangen zu ballen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie abgerissen sind. Das heißt, ihr könntet euch vorne Richtung Tor einen SOH setzen, noch lange bevor die Gruppe spawnt. Und dann, sobald sie gespawnt ist, springt ihr mit dunkler Flucht rein. Idealerweise landet ihr neben der Gruppe und lauft einfach ein bisschen hin und her.
Und dadurch, dass ihr mit dem Speedbuff lauft, wissen die Magus quasi nicht, was sie machen sollen, weil sie von euch abgerissen sind und wollen dann einfach auf einem Punkt auf. Dann könnt ihr mit DC reinspringen und dann ist auch alles gut und das kann gespiked werden. Unterm Strich würde ich aber die mittlere Variante mit SOH empfehlen, dass ihr einfach aufs C-Target springt, wenn sie gewollt sind. Die ist schnell, relativ sicher und auch recht anfängerfreundlich, dass man nicht zu viel beachten muss dabei. Gut, wenn ihr diese Gruppe dann gebollt habt, wie auch immer, dann werden die Messmer die Gruppe erstmal spiken. Hier steht, wie gesagt, ohne Schattenform drin, dass der Argwohn schön triggert. Und sobald die Gruppe umfällt, spawnen dann zwei Wut-Titanen und ein paar Verzweiflungstitanen. Da ist für euch wichtig, der Monk doppelt sein PI auf die beiden Wut-Titanen. Jeder kriegt eins, das heißt, ihr solltet euch als Tank so stellen, dass ihr möglichst in der Mitte zwischen den beiden Wut-Titanen steht, dass ihr auf alle Fälle die Schockwellen abkriegt, weil das schönste PI vom Monk hilft natürlich nichts, wenn der Wut-Titan mit seiner Schockwelle gar keinen Schaden macht, der reflektiert werden könnte. Dementsprechend wollt ihr also möglichst nah an beiden Wut-Titanen stehen, damit ihr jeweils die drei Schadenspakete von den Schockwellen der Wut-Titanen abbekommt, dass die vom PI schön kippen. Da könnt ihr euch dann noch IAU dunkle Flucht hochnehmen, dass ihr nicht auch umfallt. Aber selbst wenn ihr an der Stelle umfallt, ist es auch nicht weiter kritisch. Wird er wieder aufgehoben und weiter geht's. Ist ja keine Stelle, wo ihr jetzt einen größeren Bolt seht oder so. Das heißt, ihr fokussiert euch auf die U-Titanen und die Verzweiflungstitanen machen dann die Messmer mit Argwohn und so weiter. Und ihr stellt euch einfach schön neben die Wut und dann fallen die auch gut. Gut, wenn dann die Gruppe gespiked ist, dann geht's auch weiter in den nächsten Raum. Da kommt am Anfang wieder eine Gruppe Magonita. Da könnt ihr euch die Dolche auspacken und schon mal auf den Key draufhauen. Wichtig ist, wenn ihr Jümlat habt, solltet ihr nicht seinen halben Samen locken. Denn der bringt verhältnismäßig wenig Heilung. Und dafür verhindert ihr aber den Schaden durch den Rückschlag. Wenn ihr wollt, könntet ihr zum Beispiel den Trost des Löwen vom Wu nocken. Da macht ihr dann noch was Besseres, als wenn ihr den halben Samen genockt habt. Aber wenn ihr SOH dabei habt, steht das eh nicht zur Debatte. Da habt ihr ja nichts zum Nocken. Danach packt ihr sofort Rückruf auf die Nemo und wenn ihr nicht wisst, wie ihr laufen müsst, stellt ihr euch am besten schon mal zum Tor und baut von da aus dann die Traumreiter und danach auch die Dwider an, je nachdem in der Prio, wie sie auch gespiked werden. Denn so macht ihr einfach ein bisschen extra Schaden und wenn ihr nicht wisst, wie ihr laufen müsst, steht lieber am Tor und lauft gar nicht. Details dazu gibt es im TT-Video, wie ihr die Traumis vernünftig reinpullen könnt. Wenn ihr wisst, wie es geht, könnt ihr den Ball da sogar noch enger ziehen. Also kurz gesagt, Traumis bleiben im 45 Grad Winkel links hinter euch von eurer letzten Geradeauslaufrichtung und das ungefähr auf halber Aggro-Reichweite. Aber Details dazu gibt es dann im entsprechenden TT-Video. Also generell, wenn ihr nicht wisst, wie ihr lauft, packt vorab schon mal Rückruf auf den Emo und steht einfach am Tor still. Das ist besser, als ihr zieht den ganzen Pull dann auseinander. Für die zweite Gruppe steht ihr dann am besten einfach am Tor, könnt wie gesagt noch Traumis und Rider anbauen und idealerweise zieht ihr euch eine frische Schattenform hoch, bevor das Tor aufgeht, weil im nächsten Raum muss es dann relativ schnell gehen. Sobald ihr dann alle den Raum betreten habt, spawnen vor euch drei Gruppen Titanen und links eine Gruppe für den TT, hier die Titanen. Und auf der linken Seite drei Dryder und ein Traumreiter. Der Trench Tank macht die linke Seite und ihr nehmt die drei rechten Gruppen. Das sind alles Nahkämpfe, die ihr dann auf einen Ball zieht. Entweder könnt ihr die hier in der Mitte des Raumes ballen, wo auch der Queststern ist. Das ist die alte Methode, aber seit dem KI-Update reisen die relativ schnell. Das heißt, ihr wollt sie dann lieber vorne an diesem Stein hier pullen. Wenn ihr sie da gut bodyblockt, dann stehen sie einfach ein bisschen länger, auch wenn das Spike mal ein paar Sekunden länger dauert und bringt ihr nicht sofort eure Messen um. Das heißt, ihr lauft hier erstmal so den Bogen am Stein vorbei, dann lauft ihr von hinten ran, stellt euch so hier hin und wichtig ist, dass ihr in Richtung Gruppe vor den Gegnern steht und die Gegner hier hinter euch, damit sie einfach nach vorne und links durch euch bzw. die Wand gebodyblockt sind. Und wenn die gespiked sind, dann wartet ihr ein paar Sekunden, bis dann die nächsten Gruppen spawnen, die Messmer weg sind, ihr löst euren Recall und kommt dann hier in den nächsten Raum.
Der Raum ist für euch äußerst entspannend als Main Tank. Da müsst ihr nämlich einfach gar nichts machen. Ihr stellt euch hier einfach rechts in dieses Eck da rein. Ganz genau an die Kante, wie die Mesmer auch. Haltet vielleicht die Schattenform oben, falls die Mesmer viben. Rückruf auf dem Emo. Da vorne kommen dann die ganzen Gruppen. Die zieht der Trench Tank ran, aber da müsst ihr nichts machen. Werden alle vier Spawns gekillt und dann lauft ihr weiter in den großen Raum. Unterwegs nochmal checken, dass ihr Recall auf dem Emo habt, alle Bonds habt. Und vorne könnt ihr dann eventuell die Quests annehmen zum Covern, müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Bei dem Kollegen hier. Und dann geht's erstmal mit dem großen Raum weiter. Bevor wir das machen, allerdings jetzt erstmal eine Übersicht von oben, von dem großen Raum. Dass wir schon mal vorab erklären können, was jetzt in dem Raum, wie er alles zu machen hat und wie das Ganze abläuft. Da habe ich euch zunächst mal ein paar Orientierungspunkte eingezeichnet, dass ihr überhaupt wisst, was jetzt wo ist. Unten links wäre der Gloom, oben links die City, unten rechts ist der Eingang aus den kleinen Räumen, wo ihr rausgekommen seid. Dann gibt es oben rechts noch die schwarze Bestie, oben in der Mitte die Furie und ihr seht schon mal die Position der drei Schlangen vorab, die wir dann mit der Quest retten müssen. Mittig links die erste Schlange, den Silzesh, dann oben links den General, die zweite Schlange und mittig rechts den Hauptmann, die dritte und letzte Schlange. Dann, wenn ihr in den großen Raum kommt, laufen euch erstmal TT und MLK nach rechts weg. Die beiden kümmern sich um die dritte Schlange auf der rechten Seite. Das könnt ihr aber vorerst mal ignorieren. Ihr kümmert euch dann nachher mit dem Main Team um die beiden Schlangen links. Den Laufweg habe ich euch auch mal eingezeichnet. Das heißt also, das Main Team macht Silzesh und General. Und nachdem es viel zu lange dauern würde, die ganzen Gegner im großen Raum der Foundry zu töten, ist quasi eure Aufgabe, alle Gegner, die da so rumlaufen, vom Main Team fernzuhalten. Das Main Team läuft den in Orange eingezeichneten Weg einmal ganz außen um die Foundry rum und nimmt beim Laufen die Schlangen an. Und ihr als Tank habt quasi die Aufgabe, alles, was da so an Gegnern rumläuft, zur Mitte hin weg vom Team zu ziehen, sodass das Team außenrum schön Platz hat. Mindestens eine Akku-Reichweite, idealerweise aber auch zwei. Sodass das Team einfach außen mit den Schlangen ungestört rumrennen kann. Der UA pinkt dann, sodass die Schlangen ihm folgen. Und wenn ihm erstmal die Schlangen annehmen, haben sie einfach freie Bahn und können direkt rauslaufen und die Pop-Ups einfach abreißen lassen. Deswegen lauft ihr quasi immer so rechts vorne vor dem Main Team her und zieht einfach alles aus dem Weg, damit das Main Team außenrum einmal um die komplette Foundry freie Bahn hat. Und ihr seht, dass sich dann Main Team und TT-MLK Team ungefähr auf Höhe der schwarzen Bestie oder ein Stückchen später treffen. Nachher ist dann eure Aufgabe, die Truhe freizuziehen und der TT macht die Furie, aber das machen wir dann, wenn wir so weit sind. Jetzt schauen wir uns erstmal den Laufweg aus der Nähe an. Das heißt, hinten erstmal gucken, dass alle soweit fertig sind. Werden unter Umständen noch die kleinen Titanen getötet, nochmal Bonds und Recall checken und dann müsst ihr da vorne die Gruppen, die im Weg stehen, als erstes mal wegziehen. Dass die nicht zum Main Team reinlaufen. Das Main Team wird jetzt dann hier außenrum vorbeilaufen wollen und ihr habt einfach die Aufgabe, den Weg frei zu machen, dass ihnen da nichts entgegenkommt. Ihr lauft also hier durch mit ordentlich Abstand zur Seite, sodass da das Main Team entspannt durchpasst. Und ungefähr auf der Höhe da vorne kommt jetzt dann die erste Schlange. Die steht normal in dieser Aussparung da drin. Und auch da müsst ihr einfach gucken, dass links zu dem Eck an der Wand genug Platz ist. Das heißt, ihr lauft hier noch ein Stück vor, fangt die ganzen Patrouillen ab, dürft aber nicht zu weit laufen, dass euch hinten die Patrouillen nicht abreißen, denn die laufen sonst Richtung Main Team. Wenn es stuck ist, müsst ihr natürlich hier zurück. Das ist das einzige Mal, dass ihr auf die Reichweite achten müsst vom Emo, sonst achtet ihr immer auf eure Reichweite, obwohl es auch hilft, wenn ihr trotzdem mitguckt, wie in Teil 1 gesagt. Dann lauft ihr durch, hier hinten ist dann die zweite Schlange. Auch da einfach gucken, dass ihr links Abstand zur Wand habt und hier rechts an dieser Säule vorbei, damit hier links der recht knappe Abstand ausreicht fürs Main Team. Dann lauft ihr hier ein Stückchen weiter. Links die Schlange ist dann, wenn ihr da seid, schon angenommen worden. Und dann wieder gucken, wenn das Main Team hier einmal außen rumlaufen möchte, dass ihr da komfortabel Platz habt.
Das heißt, ihr zieht alle Gruppen hier in der Mitte und wichtig ist, es gibt hier noch eine Gruppe Titanen außen, die Richtung zweite Schlange und Main Team rennt. Die müsst ihr relativ schnell abfangen, dass euer Main Team dann keine Doppel-Aggro kriegt und hier runter in die Mitte ziehen. Ihr lauft also so ein Stück rein, so ungefähr bis hier, fangt dann die Titanengruppe ab und lauft wieder zurück Richtung Mitte und euch kommt dann da alles schon entgegen Richtung Mitte. Gut, dann lauft ihr hier einfach weiter. Das Main Team läuft ebenfalls außenrum weiter. Einmal da vorbei. Dann seht ihr da vorne links ist die schwarze Bestie. Die wird nachher gemacht. Ihr lauft weiter, das Team gegebenenfalls auch. Und da hinten ist die dritte Schlange. Die machen Trench Tank und MLK und kommen hier dem Main Team entgegen. Ihr wartet einfach hier in der Mitte, dass alles schön frei ist. Da wird nachher die Truhe spawnen. Und eure Aufgabe ist es jetzt, die Truhe freizuziehen. Wenn ihr euch direkt daneben stellt, dann seht ihr hier diese Schattenfläche. Und wenn die Gegner da drin stehen, ist die Truhe gerade so aufs Pixel frei. Das sieht man auch, wenn ich jetzt mal in die Schattenfläche reinlaufe und mal Gegner spiele und mich da so gerade reinstelle. Dann seht ihr quasi, wenn ich gerade noch in der Schattenfläche stehe, ist auf Cast Range die Truhe frei. Ich würde aber ein Stück weiter zurückziehen, sofern keine Gegner abreisen. Dass hier ein bisschen Platz ist und ein bisschen mehr hier rechts auf Emo und Monk achten. Dass die nicht aus eurer Reichweite kommen, bevor die Furie angenommen ist, müssen die rechts warten. Die kann nämlich rechts weit draußen spawnen oder auch in dem Bereich. Und dann, sobald die Furie angenommen ist, könnt ihr nochmal hier links neben diese Säule laufen, damit die Truhe auch wirklich frei ist. Das macht ihr am besten seitwärts, dann reißt auch nichts. Hier nochmal gucken, dass Monk und Emo in Reichweite sind und mitlaufen, sonst werdet ihr rausgezogen. Und stellt euch dann da einmal so links neben die Säule. Dadurch ist jetzt hier die Truhe komfortabel frei. Das heißt, es ist genügend Platz, dass keiner Aggro ziehen muss. Und dann wartet ihr erstmal, bis alle anderen außer euch die Truhe angenommen haben. Wenn das dann passiert ist, dann lauft ihr einfach zur Truhe hin. Hier ist noch wichtig, da kommen noch Patrouillen in Richtung Truhe gelaufen. Titanengruppen und Dridergruppen. Und die rennen voll zur Truhe, das heißt, die müsst ihr auf jeden Fall abfangen. Wenn ihr hinter der Säule steht, geht's nicht automatisch, da müsst ihr einmal hin zum Holen. Wenn ihr bei dem Schatten steht, geht's automatisch, da laufen die in euch rein. Ja, und wenn dann die Truhe frei ist und alle anderen haben sie, dann lauft ihr seitlich zur Truhe hin. Wichtig ist seitlich, dann bleiben die Gegner an euch dran und bleiben rechts von euch und bodyblocken euch nicht. Wenn ihr vorwärts lauft, reißen sie und umstellen euch wieder, dann tut ihr euch mit der Truhe schwer und braucht recht lang. Dann macht ihr die Truhe einfach auf und gegebenenfalls dann rückwärts um die Truhe rumlaufen, dass euch das Zeug nicht abreißt und bodyblockt. Dann kriegt ihr die Steine recht schnell und könnt dann hier in der geraden Linie mit dem Rückruf rausspringen. Dann geht's weiter Richtung City. Ersten Pull dort macht dann der Trench Tank, das heißt, ihr habt zwar nicht den Riesenstress, aber solltet euch schon beeilen, dass ihr dann während der Trench Tank noch den ersten Pull zieht, schon wieder weitermachen könnt mit eurem zweiten Pull in der City und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben mit diesem Video. Wenn ihr hier einfach durchlauft, kommt ihr wieder in die City rein. Und je nachdem, wo ihr gestartet habt, müsstet ihr jetzt hier natürlich weitermachen mit der City, aber in unserem Fall sind wir jetzt durch. Und auch mit dem Teil 2, diese Videoreihe, in dem ich euch mal gezeigt habe, wie so die ganze Theorie zu den einzelnen Pulls aussieht. Und was man da so alles beachten muss bei jedem Pull, so dass wir dann im Teil 3 uns direkt einen live kommentierten Run angucken können und den nicht ständig unterbrechen müssen, um die ganzen theoretischen Grundlagen jetzt hier in diesem Video zu besprechen. Das heißt, jetzt geht's dann weiter mit dem dritten Teil, ein echter Run, aufgenommen und mal live kommentiert, wie das alles so vonstatten geht. Und am Ende Teil 4 befasst sich dann damit, was mache ich, wenn etwas Bestimmtes schief geht? Wie kann ich diese Situationen wieder hinbekommen, ohne dass gleich der ganze Run fehlschlägt? Und wie reagiere ich quasi, wenn bestimmte Spezialfälle auftreten oder bestimmte Sachen schief gehen und wie kann ich die noch retten? Aber das wird dann ein eigener Teil und die Theorie hier soll uns für den zweiten Teil dieser Videoreihe erstmal genügen.